Wenn du die fragen willst, kann ich dir auch, okay, mache ich dann. Gut. So zwei legendäre läuft Fragen. Alles, läuft alles. Die Leute erwarten es mittlerweile. Okay, alle ready? Super. Wir kennen das Format. Aua. Aua. Ja, hallo Kavus. Hey. Schön, dass du hier bist. Wir sind ja hier bei Vier Feinde und Freunde. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, bestimmt. Aber wir sind jetzt offiziell Freunde. Ach so, das ist jetzt ja, auch so. Wir sind jetzt, okay. Jetzt sind das wir habt ihr auch entschieden. Mhm. Ich ja. hab da gar so keinen. Über deinen Kopf hinweg. Ah, okay. 13:36, wir sind ab jetzt Freunde. Ja. Und deswegen würden wir gerne wissen, wie heißt du und was machst du? Ich bin Kavus Kalanta und ich bin Stand-Up-Comedian. Ja. Warum? Nee, sagst du das Leuten immer so? Also sagst du das, wenn du weißt ja, dass wir Experten sind. Mhm. Aber sagst du das immer direkt so? Also sagst du so Stand-Up-Comedian und dann erwartest du, dass sie das checken? Mittlerweile ja. Aber ich glaube, ich würde sagen, die ersten 3 Jahre habe ich, also so, ich mache Stand-Up, aber nicht so und so, sondern also oder Comedy oder irgendwie. Das erste Jahr habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt. Und danach, also es wurde immer sicherer. So, und jetzt sage ich einfach, jetzt gehe ich einfach davon aus, dass sie das... dass sie wissen, wer du bist, wie du heißt. Ja, vor allen Dingen, ich muss es mir selber glauben, dass ich das bin. Ja. So, und ja, deswegen, ja. Okay. Jetzt, also darum ging es eher. Ich kann jetzt sagen, ja, ich bin Stand-Up-Comedian. Mhm. Und davor war ich so, ja, also, ich tritt auf, das sind echt auch gute Auftritte. So, ich mache also aber nicht scheiße. Ja, mittlerweile kann man sich auch einen Wocheneinkauf davon... Also, finanziell kommt Geld ins Spiel. Ja. Gab es wirklich einen finanziellen Punkt für dich, wo du gesagt hast, ab jetzt bin ich Comedian? Dass du davon so leben konntest mäßig? Oder ja, vielleicht ist es so eine Etappe irgendwie, die so ein bisschen so Selbstsicherheit gibt, dass man sagt, okay, ich kann mich hier versorgen damit. Mhm. Also bestimmt auch. Ja, also es gab den Moment, wo ich mich beim Finanzamt, so Freiberufler, und dann hat der gefragt, so, was soll ich hier eintragen quasi. Und dann, ich stehe da als Comedian, Komiker drin. Da hat er drauf bestanden, oder was? Nee, also ich glaube, es ist auch sehr viel Komik dabei. Aber warte, obwohl, darf man da überhaupt drüber reden? Kommen wir erstmal zu unseren guten Fragen. Hm. Was will, welche Frage nervt dich? Also welche hast du zu oft beantwortet oder so? Oder von welcher Frage bist du genervt? Ich glaube, so Fragen in Richtung, die ist gar nicht so, doch, die ist schon ein paar Mal gekommen, allgemein, also gar nicht so krass in meine Richtung, sondern das Thema nervt mich. Irgendwie so, ja, was ist politisch korrekt? Also das ganze Thema, also egal, welche Position man da schon hat. Also, und was findest du, was ist politisch korrekt? Ja, was, so, was sind die Grenzen von Humor? Ich habe das Gefühl, so jedes, alle 3 Monate kommt ein Video raus, wo jemand so denkt, ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht. Ja, so, ich sollte mal den Comedian fragen. Wo sind die Grenzen? Ja, es hat auch noch nie ein Comedian irgendwas, also wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, alle Comedians sind da ja so auf einer Seite. Selbst wenn sie nicht inhaltlich, wenn sie inhaltlich nicht auf einer Seite sind, sind sie dann bei der Antwort auf einer Seite, dass man sagt, ja, man muss halt gucken und es ist kein Thema ist grundsätzlich. Ja, ja, genau. Okay. Genau. Und was würdest du gerne mal gefragt werden? Worüber redest du gerne? Oder wo würdest du denken, warum interessieren sich die Leute nicht dafür mehr? Den Aspekt meiner Persönlichkeit? Ja, und also dafür mehr... so viel mehr zu bieten. Nee, oder weil du da mehr Experte bist als bei politischer Korrektheit oder bei so einer Frage halt. Oder wo denkst du, warum interessiert die Leute das nicht? Oh, weiß ich nicht. Das ist ein interessanter Gedanke. Also, das habe ich mir noch nicht gedacht. Das habe ich selber noch nicht gefragt. Für mich selber? Also... ich weiß nicht. Das war die Frage, die du gerne mal gestellt bekommst. Ja, genau. Was würde mich... ja, keine Ahnung. Ich finde, glaube ich, und kann mir vorstellen, dass ihr das auch mitgeht oder viele Comedians so ein Interesse an Comedy oder so. So wie also auch so, dass halt irgendwie die Jokes irgendwie mehr im Vordergrund stehen und nicht so zum Beispiel diese Diskussion. So, worüber redet ihr? Könnt ihr, also so, es gibt voll viele Comedians, also... warum geht es nicht um die Sache irgendwie? Mhm. Also als würde man beim Fußball immer über irgendwelche Spielerfrauen reden oder irgendwelche generellen Themen oder Transfers. Oder nur über die paar Tätigkeiten quasi. Ja, aber genau. Aber so, das war doch eine krasse Flanke. Also wie schießt man solche Flanken? Ja, ja, so, ja, ja, okay, verstehe. So, ja, wahrscheinlich so die Richtung. In die Richtung haben wir leider gar nichts. Okay, da können wir ja direkt... also, du hast vor allen Dingen Flanken. Also, du hast viel Fußball gespielt. Du spielst Flanken? Ja, ich habe Fußball gespielt, ja. Ah, ja, okay. Du? Wie schießt man krasse Flanken? Ich habe als Kind viel gespielt. Was, und bist du wie alt?
Bis. Warte, was war nochmal das Ding? D-Jugend. Bis zur D-Jugend. Okay, das war früh. Ja, krass. Und wann bist du angefangen? Sehr früh, mit 5 oder so? Mit 7. Ah ja, okay. Bei D-Jugend ist so bis 11, 12. Warst du dann auch so ein Straßenkicker? Ja, ich war davor lange die ganze Zeit, also so quasi seitdem ich in Anführungsstrichen gehen konnte, habe ich die ganze Zeit Fußball gespielt und danach im Verein. Und dann, Verein waren im Endeffekt nur 4 Jahre. Aber so in Kinderjahren ist es so eine Epoche. Ja, ist die Kindheit, ja, voll. Und wie hoch hast du gespielt? Warst du gut? Mein Problem war tatsächlich, ich war im Training gut und bei Spielen war ich immer, hatte ich Angst. Ah, ja. Und deswegen habe ich in einer ziemlich guten Mannschaft gespielt, aber war dann oft auf der Bank einfach. Mhm. Also ich war Stadtleistungsklasse, hieß das da. Genau. Die Besten vom Kreis oder die. Oder meinst du, redest du von der Liga, die so hieß? Ja, so hieß die Liga. Also das war so genau die höchste Liga in Bremen und das war auch eine ganz gute Mannschaft. Sebaldsbrück, Shoutout. Mhm. Aber ich war einfach meistens auf der Bank. Okay. Das haben wir natürlich auch recherchiert. Wir wollten halt fragen, was war 2007? Okay. Nee, aber 2007 war eure Kindheit, oder? Ja. Das ist so absurd. Bei dir ist das viel. Das ist für mich so eine Abi-Party-Referenz. Ja, wie alt bist du? 33. Ja. Aber wie hast du da... Siehst du so Parallelen zu Stand-Up oder denkst du manchmal witzig, dass man bei Stand-Up so mit Druck umgehen kann? Weil ich hatte es beim Fußball auch, dass ich so gemerkt habe, wenn ich gar nicht nachgedacht habe und irgendwie in einer Mannschaft halt einer der Besten war, dann war ich so, ja, ich mache das einfach so. Und dann konnte ich Sachen machen, wo ich auch in guten Mannschaften viel leichter hätte mithalten können. Aber wenn das dann so an Leistungsdruck kam, war ich so voll am Verkrampfen. Aber bei Stand-Up habe ich es nicht so sehr. Yeah. Wie geht's dir da? Also findest du, man kann da Parallelen... Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Sport und Stand-Up haben allgemein voll viele Parallelen. Und bei so etwas ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich immer so ein bisschen Open-Mic-Training und gebuchte Show oder Solo, dann halt Punktspiel so. Aber ich kann auf jeden Fall viel, viel besser mit Druck umgehen als mit 9. Und warst du, da gibt es schon Fortschritte mittlerweile. Warst du so ein Teamplayer? Oder weil Stand-Up ist ja auch ein Einzelsport. Ah, ja. Hast du dich wohlgefühlt im Team? Ich war auf dem linken Mittelfeld. Okay. Linksfuß? Oder? Linksfuß, genau. So normal. Also ich habe den Ball schon abgespielt. Okay, aber du warst in der Mannschaft integriert. So. Du warst jetzt nicht der Typ, der immer am Rand stand. So. Ist eine interessante Frage. Nee, ich habe mich nicht ganz integriert gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an meiner Persönlichkeit liegt. Oder das waren auch so Fußballdeutsche. Also irgendwie, das hat nicht so... Nackt duschen war dann schon die Grenze? Oder nee, das habe ich noch mitgemacht, aber dann war ich relativ... Aber alles danach, was sie machen, ab der D-Jugend. Auf dem Helikopter was so, okay, alle ziehen sich hier aus. Ich glaube, das mache ich dreimal mit und dann bin ich... Aber interessant, ich finde D-Jugend ist auch ein komischer Punkt, um auszusteigen, weil das dann so... Da geht es ja meist erst... Also so an der Herrenschwelle verstehe ich es, aber da ist ja gerade so... Man hat ja seinen Freundeskreis dadurch und also viele, wenn die dann hochspielen, hängen ja auch nur mit anderen Fußballern ab, da kannst du ja eigentlich nicht so easy raus. War das ein krasser Schritt oder war das gar nicht so für sich dich so persönlich? Also ich war gar nicht so krass mit drin, da integriert. Ja, also ich war so ein normaler Typ, aber es gab so diese eine Gruppe und dann gab es natürlich so den Besten und so und um ihn herum, das war halt so... irgendwie, das hat irgendwie nicht so gewiped. Mhm. Ich fand mit so die brutalsten Hierarchien habe ich auch in Fußballvereinen. Ich habe auch lange gespielt, habe ich in Fußballmannschaften erlebt. Also nirgends war so viel härter noch als in der Schule werden Leute, die halt nicht gut spielen. Die wollen dann auch, dass die Leute, die nicht gut sind, das spüren. So. Klar. Das ist dann richtig raus. Weil es nochmal körperlich ist. Und es ist auch so nochmal klarer zu sehen. Mhm. So, der hat den Ball reingeballert. Ja, plus man weiß, die sind freiwillig da, die quasi nicht. Schule, dass du. Und irgendwie ist ja auch, in der Schule wird ja auch dann so, wie soll ich sagen, beim Fußball, wenn du halt eine bestimmte Liga spielst, dann sind die halt so, ja, was macht der überhaupt hier? Ein bisschen, oder? Dann denken die so, es gibt ja so viele Vereine und bei der Schule wirst du ja, gibt es dann so Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder so, aber es gibt jetzt ja nicht 100 verschiedene Stufen, dass man jetzt sagt, geh doch zum Nachbarverein. Bist du ein bisschen dümmer? Genau. Das ist auch so, hier kannst du nicht mithalten, aber geh doch mal zum anderen. Und vor allen Dingen, ich glaube, der große Unterschied ist, es ist mir doch egal, ob der Typ eine 5 schreibt, aber in der Mannschaft ist wir haben das Spiel verloren. Wir haben jetzt alle eine 5 wegen dir geschrieben. Genau. Okay. Und wieso glaubst du, ist es leichter für dich bei Stand-Up so damit umzugehen, weil das Üben und der Ernstfall dann so näher beieinander sind und es ist einfach zuverlässiger oder man ist nicht so von so vielen Faktoren abhängig? Oder? Ja,
also wie gesagt, ich glaube, die 20 Jahre machen auch einen Unterschied. Mhm. Aber ich habe bei Stand-Up sehr selten Druck gespürt. Dann jetzt, wenn es um gebuchte Auftritte geht, dann vielleicht, dann fing das erst so richtig an. Aber ich habe mich von Anfang an einfach auch, also wirklich, wo ich jetzt noch nicht gut war oder so, aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Also ich habe es hat sich immer so angefühlt von so, ja, ey, ich sollte das machen. Also so, das fühlt sich richtig an und das irgendwie... Das Nackduschen ist auch nicht mehr so komisch. Ja, genau. Das Abduschen nach dem Sets. Nee, genau. Also ich finde, es gibt auch so etwas wie so einfach ein bisschen leichten Vorteil. Das kann ganz schnell ein großer Nachteil werden, vor allen Dingen umso besser und umso länger man es macht. Aber am Anfang ist es ein echt leichter Vorteil, wenn man sich einfach so ein bisschen besser fühlt oder findet, als man tatsächlich ist. Dass man nicht zu selbstkritisch ist, sondern einfach so, ja, ich glaube, es ist ganz gut so. Mhm. Am Anfang stehen einem die eigenen Nerven ja am meisten im Weg. Ja. Aber hast du nicht das Gefühl, dass das dann sofort verschwindet? Also, du bist ja schon jemand, der dann sehr risikobereit ist oder auch, wie soll ich sagen, mehr Risiko geht als andere. Wo sind die Grenzen des Humors? Ja, da wolltest du einfach fragen, wo ist für dich? Nee, aber merkst du nicht, dass das so verschwindet beim ersten Anzeichen von die Leute steigen gerade gar nicht drauf ein oder die, also dass man da trotzdem ja immer abhängig bleibt von der Reaktion? Also, dass die eigene Selbstsicherheit ja irgendwie total von denen abhängig ist? Ja, also ich mache so einen gewissen, ich sag mal, Stil oder die Themen, auf die ich Bock habe oder die Sachen, die ich mache, so jetzt mittlerweile auch seit, weiß ich nicht, nach ein, zwei Jahren oder von Anfang an war ich ein bisschen immer so und es wurde halt sich halt mehr so in die Richtung entwickelt, deswegen bin ich es schon gewohnt und ich bin da mittlerweile ganz gut abgehärtet. Noch nicht jetzt so völlig so krass und ist mir egal, aber ich habe irgendwie, es gab so ein paar Bits, wo ich währenddessen gemerkt habe und auch später gemerkt habe, ey, das Bit war voll das gute Training, um diese nächsten Sachen zu machen, weil es anfing und erstmal ich auf diese krasse Stille oder auf so eine Ablehnung gestoßen bin und ich mir dachte, ey krass, ich trainiere hier gerade voll den Muskel, da durchzubrechen und darin irgendwie gut zu werden und das hat sich voll gelohnt und oft ist es so, es ist auch ein bisschen so, ich mag das auch ein bisschen, also ich finde es auch schon geil, wenn die von Anfang an, also sofort bei der Prämisse lachen und so, das macht es schon, aber irgendwie, also ja, ich... Es geht ja irgendwie auch um Kontrolle, also wenn du halt weißt, du sprichst was Heikles an und du weißt, jetzt bis zu der Punchline ist erstmal eine Spannung im Raum, es ist ja trotzdem das Gefühl von Kontrolle, was dann irgendwie nicht... Genau. Ja, genau, also es gibt, wenn ich mich gut fühle, also es hängt dann ein bisschen auch von der Tagesform ab, aber ich glaube, es hat sich mittlerweile so eine Grundfähigkeit, Grundperformance eingependelt, unter die ich nicht falle, wo ich immer noch das Gefühl habe, so, ich krieg das noch hin, so. Und also so im schlimmsten Fall kriege ich es gerade noch so hin. Okay. Aber bei sowas, also so vor allem so Bits, die ja sehr, also wo du zuerst auf Ablehnung stößt, ne? Ja. Kommt dann irgendwann der Punkt, wo du die oft genug gemacht hast, dass du merkst, ich krieg's nicht gedreht in quasi Zustimmung oder in Lachen? Also ab wann gibst du bei so einem Bit auf? Ah, okay. Wo ist die Grenze? schwer zu sagen. Also oft haben die Bits, wenn ich die zum ersten Mal mache, kriegen die da schon sozusagen interessante Lacher, die aber oft schwer zu reproduzieren sind, weil ich das genau so sagen müsste und so, aber die Idee stimmt, aber manchmal ist sie vielleicht nicht ganz klar. Also das ist selten so, dass ich ein Bit anfange und es ist so nur scheiße oder es ist einfach nur edgy, weil ich habe da schon noch, da ist schon eine Prämisse und ein Witzgedanke von Anfang an dabei. Und dann riff ich da so rum und versuche da irgendwas hinzukriegen und manchmal, ja, das gab es jetzt ab und zu, dass ich mir dachte, oh, es ist einfach nur noch nervig, weil es klappt immer so halb und dann... Der Payoff war nicht so groß. Ja, oder dass ich,
ganz selten ist es auch passiert, dass ich wirklich auf der Bühne bei so einem kleinen Mic etwas sage, was ich dann selber so, was, das geht nicht. So, aber es musste raus. Also ich musste sagen so, deswegen finde ich es auch wichtig, dass da nicht irgendwie Journalisten irgendwie sitzen bei einem Open Mic, sondern ich muss es einfach einmal aus meinem Gehirn laut vor Leuten gesagt haben, um zu merken, ey, das ist irgendwie, das will ich ja gar nicht. Das heißt, du testest auch intuitiv quasi. Also du hast die Idee, dann ist erstmal keine große Schreibtisch-Action, sondern wir testen das direkt, oder? Ja, also es ist so, oft laufe ich damit rum zu Hause mit dem Deo-Roller und laber ein bisschen rum. Mhm. Manchmal ist es aber auch nur eine Notiz gewesen und dann versuche ich da irgendwie, also immer beides, zu Hause so quasi laut rumreden und wenn mir dann ein witziger Satz kommt, dann notiere ich den so in die iPhone-Notiz. Oder halt dasselbe auf der Bühne und dann die ganze Zeit im Wechsel. Also auch mit Deo-Roller. Auch mit Deo-Roller, hey Leute. Okay. Ja, genau. Und dann pendelt sich irgendwann, ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch, dann pendelt sich irgendwann langsam so eine Struktur ein und so. Mhm. Aber ich mag das gar nicht, das von Anfang an zu machen, sondern ich lasse erstmal so. Hast du das Gefühl, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das zu schnell passiert bei mir, also wie schnell geht das bei dir? Dass du dann merkst, du bist ein jetzt, ganz anderer Stil. Ja, ja, voll, aber dass du so merkst, ah, jetzt ist es schon so auf eine Art und Weise festgefahren, dass ich es erstmal so bewusst aufbrechen muss, weil ich schon so nach 3-4 Mal sagen auf der Bühne halt drin habe, ah, so ist es und dann füge ich vielleicht noch was hinzu, aber ich kann nicht komplett das einfach wieder so, weißt du, so auflockern, als hätte ich es nie gesagt. So. Ja, ich finde, also bei mir passiert das auf jeden Fall, wenn ich zu viel vorgeschrieben habe, bevor ich damit auftrete. Also das mag ich dann eigentlich gar nicht, denn dann hat man so das Gefühl so von Produktivität, oh ja, voll viel und dann ist es so, ja, aber das ist viel zu sehr ein Stein gemeißelt dafür, was es ist. Mhm. Also, und ich bringe das hier gerade viel zu richtig und es ist gar nicht so gut. Also das hat, als hätte man so eine Phase übersprungen. Also es gab gar nicht die kreative Chaosphase, sondern direkt die, hier nennt man Mechaniker, also dieses, jetzt mache ich sauber und richtig und damit es zuverlässig wird und so. Und das passiert auf jeden Fall, wenn ich, also deswegen, ich muss auftreten, wenn ich schreibe. Als Corona war, war für mich auch so, ja, mir fallen immer mal wieder Ideen ein, aber ich kann hier nicht groß schreiben, weil das ist alles so zu viel Text im Voraus. So, das, so, aber rutscht dir dann auf der Bühne die richtige Line raus oder wie viel Platz gibst du dir denn dann, wenn du nur eine Prämisse und so eine Richtung hast? Wann, also wie tastest du dich da so durch oder was ist so dein, also natürlich nach Gefühl, das ist eine dumme Frage, aber ich meine jetzt so, wie zwingst du dich dazu oder wie weißt du denn, wie viel da drin steckt, wenn du nicht vorher beim Schreiben schon mal drüber nachgedacht hast, was da drin stecken könnte? Ja, ich habe da einfach so ein dummes Vertrauen. Okay. Ja, also ich denke mir immer so, es ist ein bisschen so meine Philosophie und ich glaube, das stimmt bei vielen Leuten, dass eigentlich, also ist ja oft, also der witzigste Gedanke ist der allererste ohne Filter, ohne irgendein gesellschaftlich und das, deswegen finde ich, also ich habe da so, also deswegen glaube ich auch, sind Kinder witzig, weil die das ja, also die haben das noch nicht und dass man sich da eigentlich wieder hinbringen muss, dass man wie so ein dummes Kind einfach so Sachen sagt, die einfach so, ja, ist alles egal. So und ich bringe mich da ja quasi in eine Situation, ich muss jetzt was sagen, die gucken alle, ich habe das Mikro und jetzt einfach reden und dann, dann kommt. Aber hast du dann nicht das Gefühl, also da kommt ja quasi nicht immer das, also du hast dann ja wahrscheinlich oft auch den Moment, dass du denkst, ah, das hat jetzt aber ja, man versiert, das ist ja nicht die, wie soll ich sagen, der Druck ist ja nicht so krass, dass dann immer was entsteht, sondern oft bist du ja auch einfach dann in der Bar vor 20 Leuten oder so und du redest und merkst also, kommt nichts und denen ist es aber auch egal, so ungefähr und dann plätschert das so, also hast du nicht das Gefühl, das braucht halt dann, braucht es sehr viel mehr Zeit dadurch, dass du es halt so auf der Bühne entwickeln willst? Wie du meinst? Im Vergleich zu diesem mechanischen, was ich oft mache oder was ich eben am Papier viel mache, dass du irgendwie manchmal denkst, eigentlich sollte man es ja aus allen Richtungen ausschöpfen. Also ich denke manchmal, ich müsste ja auf der Bühne mehr gucken, was mir in dem Moment einfällt. Denkst du manchmal das Gleiche, dass du, eigentlich hätte ich da Arbeit auf dem Papier schon machen können, was jetzt so mega viel Zeit braucht oder so? Nie. Oder würdest du diese Natürlichkeit halt wegnehmen? Ich glaube, es gibt manchmal Momente, also gibt es immer wieder, wo das halt natürlich schief läuft oder so, aber so 20, 30 Leute reichen mir schon, dass ich da so, ich habe mich da auch wieder sozusagen hingebracht. Es gab auch eine Zeit, wo ich dachte, oh, jetzt hier einfach irgendwie auftreten, aber dann denke ich mir jetzt mittlerweile, ey,
so ist mein Abend, ich bin jetzt extra hierher gefahren, ich wohne in Tempelhof, ich bin jetzt eine halbe Stunde, 40 Minuten nach Prenzlauer Berg gefahren, also ich mache mir selber dann den Druck so, dass es jetzt hier auch sozusagen produktiv ist. Und dann klar, dann, also es ist ein bisschen was vorbereitet, dann auf der Bühne weiter, dann ist es geil, mal diese Tonaufnahme zu hören, dann zu editieren, dann wieder darauf sozusagen zu Hause rumzuriffen, dann wieder, also so im Wechsel, und dann ist es nicht so Larifari-mäßig. Mhm. So, und oder? Wenn es dann aber jetzt zum Beispiel, wir müssen gleich mal zum Special kommen, nicht, dass wir das nachher bei Stunde 30 ansprechen oder so, aber wenn du dann irgendwie einen wichtigen Auftritt hast oder was zu deinen sicheren Sachen so packst, dann ist es ja schon so, dass du es so sehr genau auch drin hast. Mhm. Nur auf eine vielleicht dann natürlich wirkendere Art und Weise, aber du hast ja schon dann, wann festigt sich das? Oder wann akzeptierst du auch, dass sich das jetzt halt festigt, weil es dir so gefällt? Auch einfach Gefühl? Mhm. Oder gibt es da so ein, also wie lange brauchst du im Schnitt, bis du sagst, okay, das hat vorher schon funktioniert, aber jetzt fühlt sich so an, wie sich es halt anfühlen soll? Ich glaube mal unterschiedlich, aber ich ist schwer zu sagen. Also es gibt dann irgendwann so, jetzt baut sich, also jetzt, genau, jetzt, es ist wirklich schwer zu sagen, den Zeitraum oder so. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwann den Punkt, dann bringe ich es fast identisch natürlich, wie jeder Comedian. So, dann ist es so, aber es hat sich halt durch den Schreibprozess, hat sich das dann, glaube ich, so, ja, pendelt sich das dann irgendwie, wirklich schwer zu sagen, wie lange. Gibt es da aber auch krasse Unterschiede, dass du sagst, das eine, obwohl das eigentlich nicht meine Art ist, war beim ersten Mal, aus irgendeinem Grund hatte ich schon so einen guten Moment und dann... Ist ja oft so, dass so Sachen so diese Magie vom ersten Mal haben. Ja. Hast du von Anfang an so gearbeitet oder hast du das mit der Zeit irgendwie gelernt? Hast du es von jemand anders abgeguckt oder für dich selber entdeckt? Ich habe ganz am Anfang hatte ich gar keinen Plan. Also das war, ich finde, wenn man mit Comedy anfängt, ist man echt so... So, was? Was? So, also so. Und hatte dann so ein paar witzige Sätzchen und irgendwas und also... Viel zu lange Geschichten auch wahrscheinlich. Ja, und irgendwelche, so einfach Kram und auch so, ich war ja immer so ein großer Louis und Bill Burr Fan und so und irgendwie so versucht, sowas wie die zu machen, aber so völlig selbst übernommen, so einfach so dann zum Beispiel halt nur edgy und das waren dann gar nicht so... Da warst du so ein edgy Newcomer-Typ, der so voll... Ich hatte ganz am Anfang, also so jemand, über den ich mich jetzt aufregen würde. Ja. Also ganz am Anfang hatte ich das ganz schön, und dann habe ich es mir ganz schnell abtrainiert, aber relativ schnell kam es in abgemilderter Form dann trotzdem wieder. So. Aber halt mit einem besseren Skillset. Ja, mit besserem Skillset, aber das war davor, ich hatte... Das war auch irgendwie so ein cooler Moment auf eine Art, weil ich manchmal habe ich das Gefühl, man kann schon als Newcomer mal eine richtig gute Prämisse haben, sogar wie so krasse Comedians, aber halt die Sache ist so, man kann damit nichts machen. Mhm. Und ich hatte einmal so einen Moment, das war relativ am Anfang, da hatte ich eine Bit-Idee, die war einfach also nur edgy so und gar nicht genug Jokes drin. Und dann habe ich die bei Joe Rogan gesehen und ich war so, cool, okay, so kann man es dann, so wird es dann halt irgendwie... So hat er es versucht. Ja, aber... Würdest du sagen, Joe Rogan ist dein Lieblingscomedian? Ist der Geilste. genau. Aber zu der Frage, also ich glaube, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder so. Mhm. Ich hatte einmal einen richtig schlechten, also für mich, also sozusagen einen schlechten Auftritt. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, das hat man auch am Anfang, dass man sich so überschätzt, so, hä, das ist doch voll das gute Zeug. Und dann ist es so krass gebombt, alles. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ey, ich muss irgendwas ändern. Und dann habe ich irgendwie angefangen, ein bisschen mehr so zu schreiben. Also davor bin ich immer in so ein Café gefahren, habe mich hingesetzt mit Stift und Papier. Mhm. Und es war dann auch immer so eine krasse Überwindung, dann irgendwie nach Mitte zu fahren, um zu schreiben und irgendwie so ein dummer Plan. Und ja. Schreibst du am Handy seitdem? Oder? Nö, also ich schreibe so, ich laber einfach nur so und dann, ja klar, die Notizen mache ich dann ins Handy. Und ich habe ein Notizbuch, wo ich dann, wenn es sozusagen nochmal klarer ist, dann schreibe ich. Okay, also die Grundidee kommt immer beim Labern. Die kommt nie, wenn, dass du dich hinsetzt und anfängst zu schreiben. Quasi der erste Impuls quasi. Genau. Oder okay, also im Alltag so... Klassische irgendwie unter der Dusche oder irgendwie sowas. Und sonst, genau.
Schön. Ja, und jetzt hast du ein Special. Genau, ich habe ein Special. Ey, lass uns das bewerben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ist das alles so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, tatsächlich besser. Besser noch? Ja, also von den Klicks her. Ach so. Genau. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es halt so gut auch aufgenommen wird vom YouTube-Algorithmus irgendwie. Deswegen, ich bin ziemlich glücklich. Und ich habe mir halt sozusagen... Es ist ein komisches Gefühl, weil es ist fast genau so geworden wie in meiner Vorstellung, bevor es aufgezeichnet wurde. Also ich hatte mir alles so gedacht und habe dann auch, deswegen ist es, also das fühlt sich schon sehr gut an. Mhm. So. Warum hast du nicht gedacht, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt? Also es hat jetzt 120.000 oder so. Ich finde das ja für ein Special von der Qualität ist es ja... Das Mindeste eigentlich. Aber Qualität heißt ja nicht immer, dass es dann... Nee, aber hast du nicht das Gefühl, so lange, also das gab es, ich meine, in Deutschland können wir es gar nicht so sagen, aber wir kennen es ja aus Amerika, so selbstproduzierte, gute Specials. Dann hast du natürlich, das heißt Mord in Berlin, richtig? Mord in Berlin, Mad ist vielleicht für den Algorithmus auch, da verstehe ich so die Skepsis, aber ansonsten ist es ja ultra stark und natürlich jeder, der das am Anfang guckt, guckt es ja auf jeden Fall bis zum Ende und liked es hoffentlich und lässt irgendwie einen Kommentar da. Yeah. Hast du da nicht so drauf gesetzt, dass das ja so... Doch, das war irgendwo, also sozusagen, ich habe nicht gedacht, dass mein absoluter Traum-Best-Case tatsächlich in Erfüllung geht. Ich dachte mir so, das war natürlich irgendwo so eine komische Hoffnung, aber ich dachte mir so, ja, so wird es nicht laufen, aber es wäre cool, wenn es nach 2 Wochen 10.000, 15.000 Klicks hat. Was? Was? Aber warum? Nee, ja, vor allem, hast du ja auch einen Channel mit kaum Abonnenten. Ja, aber 800, alle. Ich hatte 800 Abonnenten und von Instagram kommen ja gar nicht so viele dann rüber. Okay, also hast du auch nicht mit irgendeiner Solidarität der Stand-Up-Szene gerechnet? Nee, ich dachte schon, dass es Leute teilen werden, aber ich habe jetzt nicht so gedacht, also es haben halt viel mehr Leute geteilt, als ich gedacht habe. Mhm. Und ja, also ich hatte jetzt gar nicht auf YouTube gesetzt. Ich dachte, ey, ich habe diese 40.000 Instagram-Follower, davon werden es ein paar Leute überhaupt mitkriegen und dann gucken es dann ein paar Leute und so weiter. Aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass auf YouTube irgendeine Dynamik entstehen kann, die für die meisten Klicks war, weil ich mich da auch nicht so auskenne. Mhm. Und ich dachte mir so, ey, ich mache das jetzt einfach und dann wird das so ein Long Grower im Hintergrund. Ja. Und so ein Ding, wo man einfach stolz ist, dass es halt zu finden ist. Genau. So eine Visitenkarte und so ein, also einfach so ein Ding, das, als ich so 120.000 Klicks habe ich gedacht, ja, das ist dann so nach einem halben Jahr drin, vielleicht wenn es echt gut läuft und dann voll cool. So. Also, okay. Einfach kein nice. Algorithmuswissen. Du hast ja, ich muss kurz auf mein Zettel, du hast ja am Anfang der Specials quasi als Intro dieses Autoscooter-Bit losgelöst vom Rest. Wie willst du da einen Blick hinter die Kulissen oder sagst du, das soll ein Mysterium? Warum beginnt es mit diesem Autoscooter? Nee, also warum ist es quasi losgelöst von dem Special, was dann losgeht und wie war der Gedanke dahinter, wie ist es irgendwie dazu gekommen? Ja, ich hatte es mir halt vorher so vorgestellt und dann hatte ich diese Autoscooter-Stelle und die war halt sozusagen einfach ein Anhängsel innerhalb des, für die Leute, die es dann sehen werden, bei diesem Hochbett-Bit mit der Freundin, da kommt irgendwann diese Autoscooter-Stelle. Mhm. Da ist auch noch etwas davor, das ist komplett raus. Und da war so eine Überleitung zu dieser Autoscooter-Stelle und so weiter. Und ich wollte das irgendwie an den Anfang stellen. Ich hatte mir das so auch irgendwie gedacht mit dem Titel Mord in Berlin. Dann geht es um Mörder, dass es direkt so beginnt. Und dass ich das halt so, dass es dadurch irgendwie weniger random dann in dem Bit kommt. Mhm. Und also ich hatte einfach diese, ich fand die Vorstellung cool, dass es einfach mit diesem Joke beginnt. Okay, und du wolltest ihn dann aber auch später nicht nochmal drin haben, sondern da ist er raus, richtig? Genau, da wurde er dann so rausgeschnitten. Ja, weiß ich nicht, das war einfach nur so. So ein Gefühlsding. Okay. Gefühlsding. Okay. Ja, ich wollte es nicht kritisieren oder so. Also hast du Berlin nicht gewählt, weil so mäßig, dass du zerstört hast? Also, dass das geil war, das war wahrscheinlich auch ein Gedanke. Das war auch ein Gedanke, ja. Okay. Das dachte ich mir. Aber ich hatte den Gedanken schon vorher. Und war so, okay, du solltest auch killen. Das wäre gut, wenn uns jetzt gut läuft. Das ist einfach nur so bestraft hat in Berlin. So, das muss Ordnungswidrigkeit in Berlin. Kavaliersdelikt in Berlin. Und du hast dann ja, es geht relativ exakt eine Stunde, war dir das wichtig, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, du hattest ja wahrscheinlich noch andere Dinger zur Auswahl, hast sie bewusst nicht mit reingenommen und so.
Ja, war das jetzt so mehr oder weniger Zufall? Oder? So viel mehr hatte ich gar nicht zur Auswahl. Ich hab, es ist ein Bit rausgeflogen und... Welches? Möchte ich nicht sagen. Echt? Ah, ich war live da, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, egal dann. Okay. Und Dings, genau, eins ist rausgeflogen und dann hatte ich noch vielleicht zwei, drei Sachen, die ich hätte machen können, aber das war, also das waren dann auch nicht so tighte Sachen und ich wollte quasi... Die Spannung das, hochhalten. Ja, ich wollte es sozusagen so durchballern und dann ist es zufällig ungefähr auch auf die Stunde gekommen, aber ich glaube, hätte ich mehr tighte Sachen... Und die andere Sache dann drin, dann hätte ich die auch, glaube ich, noch gespielt. Okay. Dann wären es vielleicht 65, 70 Minuten. Okay, geworden. Weil du hast doch schon, hast du dann bewusst aber Sachen rausgelassen, die halt schon online waren. Weil ich glaube, du hast doch zum Beispiel das mit dem Kein Hoch bekommen, was ja auch ein großes Bild von dir ist, quasi, ist ja, glaube ich, nicht drin, oder? Nee, das ist einfach auch ein bisschen ein dummer Anfängerfehler, den ich damals gemacht habe. Das macht ihr viel besser, glaube ich, weil ich dachte damals, also irgendwie hat man das so komisch gehört, weil es so auf Louis zutrifft, ja, also auf den größten Comedy-Star, dass wenn man etwas online hat, dann ist es weg. So, also dann gar nicht mehr live spielen, gar nicht mehr. Mhm. Und ich habe mir auch das erste Solo-Programm dadurch schwerer gemacht, dass alle Sachen, die dann irgendwann auf YouTube rausgekommen sind, es war gar nicht so viel, aber es war mit mein bestes Zeug zu dem Zeitpunkt, war dann gestrichen, so aus dem Solo. Deswegen, das kein Hochbekommen, habe ich dann seit Nightwash nicht mehr gespielt. Also seit dieser, glaube ich, ziemlich sicher seit dieser Aufzeichnung. Gar nicht mehr, nirgendwo. Krass. Nee, ich dachte, das geht voll dann nicht mehr. Das ist richtig dumm. Es gibt ja sogar Leute, die sich freuen. Es gibt ja sogar manchmal Leute, die sich freuen. Ich meine, es gibt diese Leute, die so picky sind, sagen so, das mochte ich jetzt nicht, dass er schon kannte. Aber es gibt auch Leute, die sagen so, ich fand es schade, dass er es nicht gespielt hat. Ja, voll. Das ist jetzt so eine neue Erkenntnis. Und später hatte ich dann auch irgendwann so einen Moment, wo ich mal was weiter im Solo gespielt habe, was online war. Und da habe ich einfach gemerkt, ey, wenn ich mir jetzt dadurch, also nicht Gedanken mache, währenddessen einfach so tue, als wäre, dann ist auch alles gut. Ja. Vielleicht 5% Unterschied. Also das kann man sich auch einbilden. Aber ich habe einmal, ich hatte doch dieses, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Bit über Afrika, ein Jahr in Afrika. Auslandserfahrung. Ja. Genau das. Und das habe ich noch bei meiner Solo-Premiere gespielt, aber so, also das war vorher online, aber so komisch unsicher, dass ich mir dann selber eingeredet habe, ah, das kannten die fanden das richtig scheiße. Ja, das ja. Und es ist einfach nur so, ey, nee, das hättest du die ganze Zeit machen können. Ja, das Gefühl kenne ich. Ich glaube, das ist, also ich habe dann auch das bei meiner Solo-Premiere gehabt, dann hatte ich nächsten Tag direkt den zweiten Solo-Auftritt und dann war ich so, okay, du musst es einfach ein bisschen überzeugter spielen und war es halt direkt so ein Weltenunterschied. Ja, einfach, weil voll. Die halt auch irgendwie diese Unsicherheit überträgt sich, glaube ich, krass. Ja, die kriegen ja nur das mit fast. Dann hast du ja sehr, also was heißt sehr viel, so viel ist ja auch nicht online, aber dann hast du irgendwie 15 oder so krasse Minuten mindestens nochmal extra geschnitten, also einfach weggecuttet. Also nicht aus dem Special gecuttet, sondern von vornherein gesagt, das spiele ich im Solo nicht mehr, weil es online ist. Genau, da waren auch andere Sachen bei, die ich eigentlich mochte, wo ich jetzt gerade relativ aktuell, also ist es für mich ein neuer Gedanke auf eine Art, dass ich das hätte all die Jahre machen können. Auch so, ich hatte da was mit Amazon und so, mit irgendwie, dass ich die Pakete, dass ich... Der Weihnachtsmann. Genau, dass ich irgendwie ein inoffizieller... Ey, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Bit geht. Aber ich bin ein Riesenfan und das hätte ich machen sollen. Nee, das war demselben Set, sorry, das war das Madagaskar-Bit. Genau. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Ja, und all diese Sachen, wo ich mir denke, ey, ich hätte das die ganze... Weil irgendwann war für mich Solospielen auch dadurch... Also es hat mich auch getrieben, dann die anderen Sachen gut zu machen und neue Sachen und hat auch seine Vorteile. Aber ich denke mir so, ey, du hättest also dir das Leben ein bisschen leichter machen können und die Sachen haben können und als ob auch ich, also ich bin Comedy-Fan und wenn ich jetzt von meinem Typen, den ich krass witzig finde, mal das online gesehen habe, dann habe ich das vor 6 Monaten gesehen und trotzdem weiß ich nur noch so, wenn es halt so drinsteckt zwischen 80 anderen Leuten. Ja, genau und so, also wie wichtig ist man? Also kein Scheiß merkt sich die Lines und so. Und Vor allem, weil es seine erste Tour immer noch, oder? Genau. Also da erwarten es ja alle mehr. Also ich merke immer so, dass Leute so auch zu mir sagen, ah ja, ein paar Sachen kannte ich, aber das ist ja deine erste Tour, das ist ja klar. Ja, voll, also voll so Liebe, Verständnis. Ja, so voll, also so. Dass hast du eigentlich ein gutes Hotel? Ist ja
klar, und wenn du noch Hunger hast, ja, klar, kann man davon leben eigentlich? Ich finde das auch manchmal ein bisschen schade, weil wenn Leute so sagen, ja, ich kann das schon, dann ist das so ein bisschen, es ist auch keine Wertschätzung dafür, dass Comedy mehr ist als einfach nur eine Überraschung, über die ich lachen kann. Ach so, genau. Also es gibt ja auch eine coole Art zu schreiben, es gibt kreative Ideen, es gibt eine coole Art, Sätze zu formulieren, eine coole Art, es zu performen. All das hat ja einen Wert, der über die Punchline, die man vielleicht schon kennt, hinausgeht. So. Ja, genau. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein guter Gedanke. Ja. Das ist nicht nur die Überraschung, sondern man kann es ja auch nochmal sehen und oh, das ist ja sozusagen geil komponiert. Genau, also wenn man jetzt so ein bei Songs so hören die Leute es ja auch tausendmal. Schöne Flanke quasi. Ja. Schöne Flanke, kann man Highlight-Video auch mal nochmal. Eine gute Flanke kann man sich ein paar Mal angucken. Also ich auch, also ich gucke mir auch so Comedy-Clips oder so Ausschnitte aus Podcasts, die ich krass finde, die irgendwie animiert wurden dann auf YouTube. Ah, okay. Gucke ich mir auch öfters an. Ja, ja, ich weil auch. Weil einfach so Dynamiken oder sowas dann innerhalb oder auch Bits allgemein auch geil sind, wenn man die zum zweiten oder dritten Mal oder vierten Mal sieht. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer der Punkt, wo ich dann nicht so ganz einschätzen kann, ob man das halt hat, weil man Comedian ist. Und ob das so ein Casual-Konsumierer halt ganz anders sieht. Also ich verstehe schon auch, wenn die sagen, ein Witz ist ja ein Witz und ich will den zweimal. Aber ich sehe es natürlich auch wie Sebo, dass man sich das wünscht, dass Leute schon. Das checken. Ich glaube, viel mehr Menschen, ich glaube, die meisten sind so. Ich glaube, diese Leute, die dann so, ich kannte es schon, ich glaube, die sind wirklich so eine nervige Minderheit. Die sind wirklich so, ich habe das einmal gesehen, so, das geht, also. Was ist noch eine nervige Minderheit? Ja, das sind auch die Leute, die sind nervig. Das ist der Podcast dafür. So, es gibt auch ganz Eingemachte. Es fühlt sich auch gerade an, als würdet ihr viel entscheiden, ob ich in Deutschland bin. Es ist jetzt hier so ein nicht gemütliches Asylverfahren. Jetzt lenk mal nicht ab. Wie geht's weiter? Einigkeit und? Das hat man aber auch öfter bei Shows, dass irgendwie so eine Person dann in den DMs, während, wir haben das bei den vier Feinde-Shows, können wir das ja parallel dann checken, weil wir ja nicht gleichzeitig auf der Bühne sind. Dann kriegen wir so DMs während der Show, ja, Ton hier auf dem Platz da oben ist scheiße und so. Und dann bricht für uns so voll die Welt und wir so, fuck man, die Show ist im Arsch. Dabei ist das einfach nur so ein Typ, der halt den Ton scheiße findet und wir denken so, alle, die ganze Show geht gerade in den Eimer. Ja, aber das ist aber auch irgendwie, da bin ich schon fast so Boomer-mäßig. Das ist auch so eine neue Generation, die denkt, die dürfen zu allem ihr Feedback geben und kritisieren. Also so, hä? Also, würden andere Menschen gar nicht drauf kommen? Also die meisten. Also, ja, die würden so lieber eine Event-Bewerbung enttäuschender Abend. Aber die geilste Bewertung, die wir, glaube ich, bekommen haben, so portalmäßig ist, wir waren mal in Friedrichshafen. Und haben da so, waren so gebucht für so eine One-Off-Show, das war gar nicht Teil der Tour. Okay. Und da in so einem Zirkuszelt, also mega random. Ja. Yeah. Und das heißt One-Off-Show? Ja, das war quasi nicht Teil der Tour und wir wurden da einfach als gekauft. Wir haben uns einfach gekauft als Wanderzirkus. Das war so ein Teil eingedacht, den Scheiß drauf. Ja. Yeah. Und dann sind wir da runtergefahren und dann haben wir nach der Show, also es war nicht mal bei Eventim, weil die Show gab es nicht mal auf Eventim. Okay. Sondern es war ein Kommentar unter unserer Arena-Doku. Also er hat quasi das genutzt und dann, also, irgendwo also, muss ich das genau, es war so ein alter Mann irgendwie so geschrieben. Ich habe mir check gar nicht, was hier abgeht, warum finden die Leute das lustig und so. Wir waren aus Versehen da, da fing es an. Genau, wir waren aus Versehen in der Vier-Feinde-Show. Trotzdem bereut. Ja. Ja, krass. Aber wann ist eure Tour startet jetzt Anfang? Wir machen eine Podcast-Tour und dann machen wir eine große Tour Ende des nächsten Jahres. Achso, Ende des Jahres. Herbst. Ah, krass, okay. Cool. Und wie ist es für euch mit neuem Material? Also, ihr spielt geht euch gar nichts an. Das ist sehr umzudrehen. Ich interviewe euch jetzt mal. Nein, aber ihr seid ja, ihr spielt ja wahrscheinlich jeder so ungefähr 15 Minuten, oder? 20, ja. 15 bis 20. Und dann ist dann, ich weiß nicht, ob das so interner sind, aber auf jeder Tour dann ein komplett neues Set im Vergleich zur letzten Tour. Nicht jetzt, was online ist, sondern im Vergleich zur letzten Tour und auch im Vergleich zum Solo versuchen wir schon. Ja, weil viele gehen auch in die Solos. Wir drei sind ja jetzt Anfang des Jahres, oder die sind ab Anfang des Jahres, ich bin ja schon auf Solo-Tour und dann glauben wir, es ist schon möglich, bis Ende des Jahres wieder 15 bis 20 halt zu haben. Weil die Leute dann auch schon, die sollen ja auch, also ist ja cool, wenn die auch zu den Solos kommen und wenn die dann deswegen enttäuscht werden oder denken, ah, ich kenne alles, ist irgendwie auch ein bisschen schade so. Es gibt einen krassen Effekt, also einen richtig krass, finde ich, so unfairen Effekt, wenn man altes Zeug, was die kennen, am Anfang spielt. Dann kann man sozusagen eine halbe Stunde spielen, wenn deine ersten drei Minuten die kennen, dann sind die so, ja, ich glaube, ich konnte alles. Also wenn sie der erste Eindruck ist irgendwie voll das Ding. Am Anfang neu spielen. Genau, am Anfang quasi das Neue, das ja auch getestet und gut ist oder was auch immer.
Und dann, glaube ich, schon kann man in der Mitte das mal kurz machen, aber neu enden, neu anfangen, das ist auch so ein bisschen. Ja, ich werde das bei meinem Solo, ich meine, ich habe ja Songs hier bei meinem Solo auch so machen, dass ich komplett neues Zeug habe, was keiner kennt. Dass sie erstmal so entspannen können, so, okay, das ist. Und ab und zu sage ich dann so, ja, ich weiß, manche Leute wollen so ein paar alte Songs, dann sollen die reinrufen, so, weißt du, dann spiele ich irgendwas. Aber nur so auf Abruf, gar nicht so, das ist jetzt official Teil des Programms. 40 Minuten. Nee, hab ich, also meine Idee ist, ich habe genug für ein Programm, aber wenn die halt so, spiel mal den Song, dann will ich die ja nicht enttäuschen, dann kann ich es machen. Okay. So. Und wenn die gar nichts kennen, weil die, also wenn die keine Favoriten haben, kannst du einfach so tun, als wären die auch neu, die Songs. Genau. Ja, aber so mache ich das auch mit Bits. Platzierst du noch jemanden im Publikum? Spiel das 18 Minuten Akustik-Solo. Kannst du das mit dem Schweigen machen? Ist klar, ist seine Schuld, wenn ich jetzt schweige. Ihr habt das alle so gewollt. Ja, aber das ist ein witziger Punkt mit diesem, wie die Leute das wahrnehmen, was neu ist und was nicht. Ich habe mal bei Comedy Flash vor so einer Schulklasse gespielt und das ist ja immer schwer so. Und es ist schon fast unnötig. Also es ist so fast so, ich will deren Feedback auch gar nicht. Die sind so 17 und wollen cool sein. Und sind halt vor allem auch so eine Gruppe. Also ich will es auch nicht von einer Gruppe 40-Jährigen, die zusammen chillt und einfach nur guckt, was so der nebenan... Betriebsfeiern, so mag mein Chef das? Das ist auch ein interessanter Punkt. Wann hast du angefangen, keinen Bock mehr auf Feedback zu haben? Auch von gewissen Leuten. Also bei mir hat das irgendwann angefangen. Zuschauerfeedback war mir extrem wichtig in meinen ersten 3-4 Jahren. Also ich war für jede Uschi, die nach irgendeinem Kneipen auf zu mir gekommen ist, denkt so, hör mal, ich fand das so gut, Das war ja wirklich, was genau? Also so ein Feedback, das habe ich wirklich mal eine Woche begleitet. Und das war so, ich morgens auch gemacht, oh, Uschi findet mich gut, ich kann weitermachen, meine Karriere, ich habe eine Karriere irgendwie. Ne? Und heute ist das so, das sind wie Zombies für mich. Also, wenn ich nach dem Auftritt irgendwie sehe, da kommt von weit, da steht irgendjemand Blickkontakt. So eine Schrotflinte raus. So, ich will dir doch was sagen, ne? Ey, ich flüchte davor. Ah, okay, so, krass. Nein, danke, wirklich. Aber das ist sehr extrem. Pflanz diesen Schimmelpilz von deinem Feedback nicht in mir ein, weißt du? Damit diese Scheiße in mir gedeihen kann, die du, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dein Act basiert auch nochmal mehr darauf, weil er so speziell ist, so du musst dahinter stehen. Also sobald du nicht 100% dran glaubst, ist vorbei. Dann ist da gar nichts mehr da. Dann ist es so, nee, das ist hier nicht gerade weird oder irgendwie, sondern das ist richtig witzig und ich mach das jetzt hier einfach. Und dann hat es, aber genau. Man braucht das Selbstverständnis, genau. Genau. Also es ist mir nie egal geworden. Ich meine nicht im Sinne egal, sondern im Sinne von, ich will es gar nicht, ist ja nicht egal. Also egal, wer erzählt mir, was ihr wollt, sondern so dieses, lass mich in Ruhe, ich will es gar nicht hören. Ach so, von so Einzelpersonen. Ja, so, dass du dich davor schützt, dass du dich aktiv versuchst, vor Feedback zu schützen, auch von manchen Leuten. Dass du sagst, will ich, oder dass du Sachen auch nicht liest im Internet, bewusst. Ah, okay, dass du nicht reinguckst. So negative Kommentare oder sowas. Ja, klar, also das ist aber eher so... Ich finde es halt immer, also es ist immer unangenehm, es ist immer so ein Ugh. Also man kann dich schon noch richtig treffen. Ich denke schon, ich bin noch sensibel. Also. Schickes Foto, Carlos, was ist da denn los gewesen? Hast du eine Python um den Hals? Also es gibt aber so eine Schwelle, zum Beispiel jetzt beim Special, da war das Feedback so überwältigend gut. Dann hatte einfach mal einer, gab es wirklich extrem wenige, sage ich nicht zum Angeben, sondern einfach nur, weil es mir so aufgefallen ist, so extrem wenige negative Kommentare, so 3 Leute oder so fallen mir ein. Dann hatte einer so geschrieben, irgendwie sowas wie wirklich so, einfach nur langweilig. Und dann war das für mich einfach nur so absurd. Also da war so eine Menge an Positiv da, dass das so, dann kann ich so 3-mal irgendein Typ, aber das war ja auch so einfach langweilig. Das war ja stumpfer Hass eigentlich. Also oder wo ich mir denke, also gerade bei den Special, so ich bin selber ziemlich, glaube ich, selbstkritisch und finde da selber immer Dinge und bla. Und beim Special war das tatsächlich so ein Ausnahmefall, wo ich mir so viel Mühe gegeben hatte, dass ich wirklich sagen konnte, ah nee, ich bin damit wirklich zufrieden. Das hatte sowas Befreiendes, auch bevor ich es hochgeladen habe, weil ich mir dachte, ja, ey, diese Klicks, was auch immer passiert, so, ich habe alles gegeben und das ist das Beste, was ich auf diesem Level kann. Ich bin so quasi an mein Maximum schon ganz gut rangekommen. Und deswegen, das hat mich auch ein bisschen freier gemacht von negativem Feedback, weil es nicht so
eine innere Stimme in mir triggert, ein bisschen langweilig. Ah ja, ich wusste, das ist ein bisschen langweilig. So, sondern so, nee, das ist jetzt wirklich, dann ist es ja wirklich nichts für dich und dann kann ich damit voll umgehen. Ja. Dann, aber ich meine, wenn dir das nicht gefällt, dann ist voll okay. So. Aber ich finde, sowas kann man relativ leicht ignorieren, so einen Satz so hingerotzt. Ja. Aber es gibt so, also das finde ich zumindest noch, mich trifft sowas gar nicht. So, finde ich scheiße, okay. Aber vor allem, wenn das unter deinem Special steht. Das ist nicht, das würde ich gerade nicht erwarten. Das ist krass, wie so ein Reden mit meiner Kritik umgehst. Am wenigsten, wenn man sie selber schreibt. Das, das macht mir sogar irgendwie Spaß. Das ist schon einfach nur langweilig, ne? Nur so, wenn so jemand sich... So Mühe gibt? Und auch so ein bisschen... Was erzählt in München, das fand ich echt witzig, wo jemand versucht hat, dich zu analysieren oder so. Ach, das war fand ich eigentlich auch lustig, weil das ging ja auf meine Psyche. Also diesem Alpha. Das ging ja nicht auf Comedy. Ah ja, okay. Aber so auf Comedy, das ist eine, also wenn da jemand so ein bisschen man ahnen kann, dass der vielleicht Ahnung hat. Ah, okay. Das wäre das Einzige, was mich noch treffen würde. Ja, ja, okay. Das bekommt man halt ganz, ganz selten. Also so, das hatte ich zum Beispiel nur einmal, als wir in Amsterdam waren und wie so eine Nachricht bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich es dir nochmal erzählen muss jetzt. Muss ich ja eigentlich. Erzähl es gerne. Ich will nochmal deine Leidensgeschichte nochmal erzählen. Ich finde, wir alle haben ein Recht drauf. Ich glaube, ich würde es gerne nochmal hören. Also wir waren so in Amsterdam, Jurik und ich, nach der Vier-Feinde-Show. Sind da so extra. Ihr habt doch Mulaney. Genau, wir haben so Mulaney geguckt. Und dann wir waren so auch so, okay, machen Sie jetzt eine richtig geile Zeit hier. Einfach abschalten, Spaß haben. Irgendwie haben uns in so einem Coffeeshop so eine Grasrichtung namens God's Green Crack gekauft. Okay, Und haben uns ordentlich weggescheppert und dann wollen wir noch so mega geil essen. Und dann, wenn wir so beim Essen sitzen oder ich glaube kurz davor, krieg ich so eine Instagram-Nachricht, so auf Vier Feinde. So, das war auch so überzogen geiles Essen, so dieses Sushi, wo so noch so Dampf rauskommt. Ja, das war so ein perfekter Abend. Geil. Es war einfach nur geil. So. Und dann, wir haben wirklich eine geile Zeit. Mach's kaputt, Junge. So, und dann kommt diese Nachricht rein, so, hey, hier Feedback zu der Show gestern. Okay. Und so fängt an, so, Reihenfolge war Jorik, ich, Alex, Sebo. Mhm. So, dann geht er los. Erstens Jorik. Jorik hatte einen relativ quasi schweren Start, was ich irgendwie schade fand, weil ich fand seine Sachen echt gut. Und, ist aber immer so ein Opener. Genau, Opener-mäßig. Und irgendwann hat die Leute dann gehabt, fand ich echt super, hat mich echt gefreut. Marvin war wirklich unterirdisch. Aber so ein Satz. Ja, nee. Okay. Auch so, das war so, du konntest an dem Kommentar sehen, dass er sich schon ein bisschen für Comedy interessiert. So, okay. Alle Prämissen waren vorhersehbar, hab ich alles schon mal gehört. Yeah. Keine interessanten Ideen, sowas. Ne? Und so, hat er nichts zu Alex geschrieben. Hat er geskippt einfach. Hat er zu Sebo geschrieben, Sebo aber ist auch einfach genial. Also, und ich saß so abends da und so, nein, nicht jetzt, nicht mein Zustand. Das war Sebus Uschi, Alter. Das war eine der letzten Sachen, die mich wirklich getroffen haben. Ah, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber sowas kommt halt so, also es sollte sich überhaupt Mühe geben, sowas zu schreiben, kommt halt so selten vor. Ey, hattest du mal so ein Ding, wo du gar nicht richtig sagen konntest, ob das jetzt Hate ist oder nicht? Also, hast du mal so eine Nachricht wie ich bekommen? Wollte gerade sagen, hatte ich mal irgendwas so, wo du dachtest, Alter, das ist irgendwie jetzt, aus irgendeinem Grund verletzt mich das oder nervt mich das wirklich? Ist natürlich jetzt blöd, das preiszugeben, falls jemand dich dann verletzen will. Was denn? Das dachte ich auch gerade, wenn ich das sage. Wenn es sich jetzt deine Augenbraue angeht, so, ey, das ist dein Ding. Nee, ich muss mal überlegen, ob ich auch mal so eine Comedy-Kritiker-Kritik bekommen habe. Bestimmt. Ich gebe mal sonst aber ich glaube, das habe ich ein bisschen vielleicht vergessen. Oder ich finde, so. In Deutschland ist ja auch oft dann so, also wenn die sich in den Kommentaren als Comedy-Experten kundtun wollen, dann sagen die so, ja, und ich gucke gern Ricky Gervais oder so. Ja, und dann merkst du so ganz schnell, das ist so ein oberflächliches Experten. Also und wenn so dann jemand wirklich mal so irgendwas außer Louis oder Ricky Gervais, aus irgendeinem Grund Ricky Gervais bei allen, dann ist es direkt so, ah krass, so ein Einhorn, also so ein Erleuchteter, so mal sehen, was der schreibt. So, aber das, ich finde, wenn jemand nur so Ricky Gervais, dann denkst du so, ja, okay. So viel Plan hast du jetzt auch. Aber ich bin eigentlich auch genervt von so vermeintlichen Experten, weil man irgendwann am Punkt ist, also ey, wenn du es nicht selber machst, dann hast du auch trotzdem nicht so viel Ahnung. Also diese Comedy-Kritiker, ich finde es auch, das ist auch ein Ding bei Leuten, die mit Comedy anfangen, wo ich das Gefühl habe, das kann halt so blockieren, ist, wenn man zu viel vorher schon weiß. Mhm. Ja. So, wenn man zu sehr abnerdet, aber auch so, ich bin so, ich denke mir ganz oft so, nee, du denkst gerade, dass du voll die Ahnung hast, weil du jetzt so ein paar andere Namen noch kennst, dann irgendwie so,
ja, was will ich? Andrew Schulz. Also, ja, ja. Aber so, ja, komm. Hier Dings, Matt Rife. Das ist dann einfach nur so, ja, okay, komm. Das ist aber auf TikTok. Aber hast du nicht das Gefühl, dass die Leute dann, wie soll ich sagen, schon einfach was gucken können und dann, also du beziehst es jetzt schon auf bestimmte Kommentare und andere, weil ich finde es immer schwer, ich habe früher so Comedy geguckt und dachte so, ja, aber wenn die alle Kommentare voll sind mit das und das fand ich nicht so gut, yeah. Wieso wehren sich manche Comedians so dagegen, einfach zu sagen, ja, offensichtlich ist das so. Und jetzt verstehe ich es natürlich ein bisschen besser, aber findest du, man muss es schon so, also teilweise musst du ja auch nicht Fußball spielen, um sehen zu können, ah, der hat das voll krass gemacht. Oder teilweise beleidige ich auch irgendeinen Linksverteidiger vom HSV, weil ich denke, er ist so offensichtlich dumm. Gerade natürlich kann ich das nicht, aber er könnte so leicht so viel... Yeah. Also hast du da irgendein Verständnis für oder bist du so... Nee, schon. Es gibt ja auch Comedians, da denke ich mir, also ihr kennt das bestimmt auch, als man angefangen hat, bevor man angefangen hat mit Comedy, dass man so Leute im Fernsehen gesehen hat und sich gedacht hat, ja, also das kann ich ja auch. Also man konnte es nicht wirklich. Genau das, also so dieses Mechanische konnte man nicht, aber man dachte sich so, yo, also meine Kumpels sind witziger. Ja, oder auch so, das, also, oder auch so eine Scheiße will ich niemals machen. Also so, hoffentlich werde ich nie so schlecht. Also so, weißt du, was ich meine? Solche Gedanken. Und ich glaube, das ist ein bisschen Trugschluss, aber da ist auch was dran. Und es gibt halt Leute, wo ich die Hate-Kommentare wirklich auch, also volles Verständnis, wo ich mir denke, ja, das ist auch... Was für Leute sind das denn? Okay, also nur bei dir denkst du dann quasi... Nee, so bei einigen Leuten denke ich mir so, nee, das ist unfair, aber also ehrlich gesagt, ich glaube, wir kriegen jetzt auch nicht so diese Kommentare ab. Also es fühlt sich dann doch irgendwo relativ gerecht an. Die Leute, die ich gut finde, und ich gucke mir nicht die Kommentare natürlich vor an, das sind einfach Leute, die ich als Comedian gut finde, die werden auch nicht im Internet irgendwie zerrissen, oder? Da passiert jetzt auch nichts. Also, oder? Ja, also manchmal ist es vielleicht ein bisschen, dass man denkt, ah, die Aufzeichnung ist nicht so repräsentabel für das, wie gut er eigentlich ist in dem Ranking oder so. Das auf jeden Fall. Aber es gibt so Comedian, ich kann ja später Namen nennen, wenn die Kameras aus sind, wo die Kommentare die auch richtig witzig sind. Ja. Darunter die das Trash. Das rote Licht heißt aus. Also, genau, wenn es so in Details geht oder so ein Feedback-Typen, ich finde so ein einfach krass nerviger Mensch. Einfach, weil sich das so aus... Der weiß ja nicht, der wollte dich ja nicht verletzen. Der wollte mich nicht persönlich verletzen, aber wollte schon irgendwie, dass es an mich rankommt. Ja, der wollte, dass er dich rankommt, aber wenn der wüsste, wenn er das jetzt sehen sollte, dass er dir den Tag, einen richtig geilen Abend oder Tag versaut. Er war übrigens nicht ruiniert, ich hatte so 10 Minuten, die dann schlimm waren. Okay, aber ist ja auch schon, ist ja auch schon schade. John Mulaney hat ihn dann ruiniert. John Mulaney war so unterirdisch. Aber ich habe direkt einen Kommentar geschrieben. Das war übrigens das Geilste. Er hat einfach so nichts gelernt. Dein Open aber super. Ich war jetzt ein bisschen schwer, nichts zu Mulaney, dein Popcorn war super. John Mulaney war übrigens, das war, habe ich später dann gelernt, die schlechteste Show seiner Tour, hat er gesagt. Ich meinte dann so, ja, Amsterdam war nicht geil. Ich fand's beklemmend manchmal. Ja, wir haben uns manchmal so angucken, dann so, ich glaube, für ihn läuft das gerade nicht so perfekt. Ja. Aber seine Open haben auch übel reingeschissen. Also, ja, die haben gar nicht funktioniert. Wo ich aber jetzt dann auch ist heute die Crowd auch schwierig gewesen. Wahrscheinlich. Es war auch ein ganz leerer Raum. Es war echt wie so eine, er hat auch das gesagt, es ist wie so eine leere Flugzeughalle gewesen. Es war so eine Bar an der Seite, wo Leute so, hinter denen war die Bar so leicht erleuchtet, so schimmernd. Yeah. Die sahen aus wie so die Regierung, die so entscheidet im Leben da. Und dann hat er so gesagt, so, Overlords will protect me after my set. Und die so gar nicht drauf, so, weiß ich nicht, was er meint. Ich habe mal so eine Show, glaube ich, erlebt von Bill Burr in Köln, das war 2016. Vielleicht haben wir dieselbe Show gesehen. Nee, haben wir nicht. 2016? Das war 2019. Da warst du im Kindergarten. Da warst du auch bei mir nicht okay. Wo war das? Das war, ich habe den Raum vergessen, aber es war Tanzbund, in Köln. Theater am Tanzbund? Nee, das war ein Raum, den ich dann später auch nie mehr gesehen, also wo ich nicht aufgetreten bin. Klar, also. Und das war einfach auch so, wo ich mir dachte, ey, ich glaube, so, das ist jetzt nicht sein Peak hier gerade, das ist voll schwierig und so. Und irgendwie so das Gefühl, dass man jemanden so gut findet, dass man sich denkt so, ach krass, hoffentlich kommt er wieder, also magst du uns? Ja. Also so, oder ist dann irgendwie Deutschland schnell dann irgendwann gestrichen?
Genau, ja. Was ich noch sagen wollte, bei dem Typ dann, das war dann nicht, wie das... Der hat es dir echt angetan. Nein, nicht, dass dann für mich quasi verarbeitet habe. Ja, ja, okay. Ist, indem ich direkt voll auf Persönlichkeit gegangen bin und dann auf sein Profil gegangen bin und angeguckt habe, was er so gepostet hat. Mhm. Und er war voll der Loser. Also direkt die Abwehr. Ja, okay. Aber was wäre die Variante, wenn er so ein... Also wenn er so maximal wenn er ein richtig cooler Typ wäre. Er hätte Gründe gefunden. Er hätte doch Gründe gefunden. Ich hätte Gründe gefunden. Hätte ich gesagt, komischer Haarausfall. Na du, das ist so ein scheiße Haarausfall. Ja, genau, ja. Ganz schön lange Ohrläppchen, du Loser. Du wolltest eben was erzählen, da wollte ich auch drauf zurückkommen. Du hast irgendwie so, Carlos wolltest so ein Beispiel geben. Ach so, genau. Nee, ich hatte auch einmal so einen Kommentar, den fand ich geil, aber so, Jurik Tiede ist noch am Anfang seiner Karriere, er hat offensichtlich viel zu lange Geschichten mit eher müden Pointen. Noch. Warte, das ist ja super geil. Also auch irgendwo Hoffnungsvoll. Ja, ja. Also irgendwie so, eigentlich wollte er schreiben, finde ihn ganz gut, hat Potenzial. Also das war so. Wir waren nochmal, ey, wir waren nochmal live bei der Kritik dabei. In Friedrichshafen lustigerweise auch. Hä? Da waren wir noch, haben wir Fotos gemacht mit Leuten. Ja, das ist so ein Typ da. Ja, und da kam so ein Typ dazu, also der war ein Mega-Fan. Mhm. Und der hat dann so leicht ein Bit so kritisiert. Okay. Aber so, findest du nicht, das Bit könntest du ein bisschen tighter machen? Dann, das ist auch so eine Kritik, so, ja, na klar. Ja, also so, was ist das? Seine Freunde waren so, ey, nein. Haben ihn so weggeschoben, so, nein. Hat sie auch entschuldigt. Also das Ding ist ja, also das ist ja so eine weird, also eine komische Art von Kritik von so Leuten, die einem so Sachen sagen. Als Comedian wird man ja die ganze Zeit kritisiert auf der Bühne. Also das nehme ich ja voll an und denke mir so, ah, okay, das könnte tighter sein oder da hätte ich gerne Lacher. Also Lacher, nicht Lacher und so, das ist ja das Ding. Ja. So. Und dann muss man eigentlich ja einfach so normal genug selber im Kopf sein, damit irgendwie umzugehen oder so. Das ist, also es ist ja so, man wird die ganze Zeit, man kriegt alle 10 Sekunden Feedback quasi und dann braucht man das andere eigentlich nicht. Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass du kannst natürlich auch als Comedian sehr erfolgreich werden, indem du dir eine Idioten-Fanbase aufbaust und dann kriegst du halt die ganze Zeit Feedback von Idioten. Ja, ja, ja. Und dann ist jetzt die Grenze zwischen Idioten. Dann verstehe ich schon, wenn du von außen das so siehst und dann so denkst, ah, dem schreibe ich jetzt mal, dass das aus meiner Sicht alles Idioten sind oder so. Also, oder von wegen, was ich halt denke. Aber es ist so ein bisschen, natürlich musst du, gerade wenn wir jetzt so auf Open Mics gehen und so, ist es ja erstmal auch neutrales Publikum. Ist ja nicht so, dass wir vor so konvertierten, uns anbetenden Leuten spielen. Ja. Ja, und wenn ein Comedian extra eine Idioten-Fanbase hat, dann ist es auch ein bisschen so, ah, ich glaube, die brauchen sich gegenseitig. Ja, also da kann man von außen vielleicht gar nicht sagen, ey, du bist gar nicht so gut, so, sondern es ist dann einfach so. Ja, es passt, es ist halt ein Match. Aber so als Comedian ist Reflexionsfähigkeit, zumindest was so die Auftritte angeht, ja das Wichtigste. Schon, ja. Also eigentlich noch vor lustig sein. Weil wenn du richtig lustig zu sein. Ja, aber ich sag mal, wenn du gar nicht lustig bist, kannst du dir irgendwelche Mechaniken drauf schaffen. Oder nicht checkst, warum du halt lustig bist. Genau, das ist eigentlich dann immer voll der Absturz. Ja. Das war bei dir so, oder? Hm? Kann das sein? Ach ich so, hab am Anfang. Tils ganz Interview reingeskippt, da gab es eine Stelle, hast du drüber geredet. Ja, ja, das war 2014 war das. Da habe ich halt so Depri-Songs geschrieben, so Singer-Song, da war ich ja 16, 17. Und ich habe halt so, das halt so, was ich so, das war so mein Vibe damals, so ein bisschen so eine leichte jugendliche Depression. Yeah. Und dann habe ich zwischendurch halt so, ja, der nächste Song handelt von da, wo ich da unterwegs war. So, Und die Leute haben sich halt totgelacht. Genau so war es halt. Yeah. Und ich war so, hä? Also, was los? Also wirklich original. Ich meine, so, Leute, was lacht ihr? Das ist keine Comedy-Show, was ich hier mache. Das ist keine Comedy-Show. So, ich und das hat es irgendwie witziger noch gemacht. Das hat es noch witziger gemacht, weil die dachten, ja, das ist niemals, der Typ verarscht uns. Yeah. Das ist halt, der Typ ist so strange. Das kannst gar, ja. Genau, aber dann habe ich es dann gecheckt und irgendwann lernt man ja bewusst dann damit umzugehen, was die Mechanismen sind so. Ja. Yeah. Ich meine, ein bisschen Intuition ist ja immer noch dabei, bis heute natürlich, bei jedem, glaube ich, so. Ne? Klar. Aber wird dann immer weniger Intuition mit der Zeit so, ne? Hast du so deutsche Comedians gefeiert früher? So, also so, gab es so Ausnahmen oder so? Nee, also ich habe eigentlich, auch als ich angefangen habe mit Comedy, eigentlich nur so US-Kram geguckt. Hast du auf Englisch angefangen? Aber bevor du angefangen hast mit Comedy, sag ich mal? Oder ach so, bevor was ich irgendwas hat dich ja hingeführt, vielleicht auch? Von den Deutschen, weil ich war immer so ein Ulm-Fan, so. Also kein Stand-Up-Comedian, aber halt Comedian. Genau. Und wer ist da mit Vornamen? Christian Ulm. Ach so, Christian Ulm. Aber das ist der Schauspieler, oder nicht? Der hat doch so Comedy-Sendung gemacht. Macht der Bühnensachen? Nee. Bühnen nicht. Aber der hatte, das habe ich krass gefeiert, dass, also nicht Mein neuer Freund, das auch, aber dann die Auskopplung daraus, wo er dann so Reality-TV-Sendung, ich habe den
Ich habe die neue Freund kenne ich, aber ja, genau, ich habe, also das heißt, es hieß dann, also das war während meiner Abi-Zeit, hatten die, war ja einer der ersten, die, glaube ich, so Internet-Release gemacht hat. So, mhm. Und das war dann auf MySpaß.de, da kam alle zwei, drei Tage ein neuer Clip raus und so. Und das war Best of Ulm TV, genau. Also ich habe die DVD-Box und es war mit so Uwe Wöllner und diese ganzen Charakteren. Aber ich fand es unfassbar witzig. Also es war so das Ding und so als Kind. Keine Ahnung, also TV Total habe ich auch echt gemocht. Irgendwann hat er ja aufgehört, sich Mühe zu geben. Mhm. Ne? Das war einfach so ein Ding, das ist einfach so öffentlich passiert. Wahrscheinlich, als die ganzen anderen Sendungen dazu kamen. Ja, das war einfach so, ach krass, das läuft. Also man guckt sich einen Typen an, der einfach so, knapp so büromäßig das jetzt noch angeht. Deswegen das hat auch was. Podcast. Ja. Das hat aber auch was so, ja, wie ist das Wort? So, auf Englisch ist Comforting. So, ah, okay, ich kann mir die Sendung angucken und es ist immer dasselbe. Die will gar nichts von mir. Genau, die ist einfach, ich muss mich nicht drauf irgendwie krass konzentrieren. Das ist so halt so ein Wegschlummern Sendung. Ah, okay. Aber da waren ja auch viele Stand-Up-Comedians quasi. Stimmt, gegen Ende hat er dann immer Leute da, ne? Das war dann, glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre, habe ich das Gefühl. Ja, auch länger, glaube ich, schon doch. Ja. Yeah. Aber es gab dann für dich nicht die eine positive Ausnahme von der alten Szene oder irgendein, wo du gesagt hast, ah, irgendwie ist mir das sympathisch und oder wo ich habe es gar nicht mitbekommen. Also ich habe es fast gar nicht mitbekommen. Ich habe einfach, wir haben in Berlin, also es gilt auch für die anderen aus dieser ersten Generation, aus der ersten Gruppe, wir haben einfach Stand-up gemacht, 2015 angefangen und waren so mit dem Entertainment-Kopf nur in den USA und sonst waren wir nur bei uns. Also das ganze deutsche Game, da hatte quasi keiner irgendwas auf dem Schirm. So, das war einfach so. Das war wahrscheinlich ein großer Vorteil, rückblickend, dass das so. Wahrscheinlich, ja. Was Neues aufzubauen. Ja, ja, genau, genau. Wenn die sofort so eingeplackt werden, so Quatschclub. Nee, und wir hatten schon so eine ganz klare, so jugendliche, sage ich mal, Anti-Haltung. Also wir waren auch echt so, wir haben es wirklich abgelehnt auch. und es ist ja immer noch irgendwo da, aber mittlerweile hat sich das geändert. Deutsche Comedy hat sich auch geändert, aber man ist auch ein bisschen erwachsener. Man hat auch am Anfang so eine Arroganz des Typen, der es gar nicht so gut kann, aber irgendwie denkt, er ist besser als er ist, weil er einen guten Geschmack hat, aber man kann es gar nicht umsetzen. Und weil es ja in Deutschland auch noch niemanden gab, quasi vor euch, der auch einen guten Geschmack hat, aber auch schon als Comedian besser ist. Sondern es gab ja, weißt du, es war ja nichts da, wo man irgendwie ein bisschen geerdet wird, dass man sieht, ah, der macht auch das, was ich versuche, nur in schon noch besser und erfahren. Also. Ja, genau, vielleicht gab es, es gab es bestimmt schon, aber also ich habe es gar nicht verfolgt. Also wir haben es gar nicht so krass so mitbekommen. Klar hat man mitbekommen oder gesehen, so was das angeht, schon so ein bisschen. Es gab ja schon Till, Felix, Hazel, also diese aber ersten. Waren die da echt schon ein Ding, wo du angefangen hast? Nee, die waren kein Ding, aber die waren, glaube ich, schon so mit ihren ersten Solo-Programmen unterwegs. Ah, okay. Aber die waren jetzt, da war jetzt noch nicht ein abgedrehtes Special, glaube ich, online oder nicht. Mhm. Also die waren schon so Leute, so aus dem Poetry Slam, die dann irgendwie das gemacht haben, wo man gemerkt hat, ah, das ist smarter, das ist irgendwie besser, also es ist auf jeden Fall besser als diese ganz alte Garde. Aber die waren, glaube ich, auch noch voll am Anfang, so auch der Entwicklung. Und das war so das Einzige, wo man so das ein bisschen so mitbekommen hat, so. Aber auch nicht richtig verfolgt, so einfach nur so, ah ja, die sind, das ist schon cooler. Also ja, das gab's. Hast du auf Englisch angefangen oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich habe komischerweise, ich glaube, ich habe so 6-7 Auftritte auf Englisch gemacht irgendwie. Weil es in Berlin, also es ist ja auch so fast das Klischee, aber es gab in Berlin einfach Jahre vorher eine englische große Comedy-Szene. Und dann die deutsche und dann bin ich, glaube ich, ein paar Mal auf Englisch aufgetreten. Lass es 10-mal sein. come on, scheiß drauf. Komm, unten auf. Aber das ist in Berlin ja eine Woche. Also. Ja, theoretisch, ja, so mittlerweile. Aber genau. Ich habe auch irgendwie immer, es hat sich irgendwann eingebrannt, also das nervt mich mittlerweile ein bisschen, dass ich so Poetry Slam vorher gemacht habe. In irgendeinem Interview habe ich das mal so richtig, so, ja, so, nach, so ich, ja. Ja, nach so einem komischen Perfektionismus, so als müsste ich jetzt genau einen Lebenslauf abgeben, so nochmal vollständigkeitshalber gesagt, ja, ich habe auch Poetry Slam gemacht. Aber das waren auch so, ich glaube, 15 Auftritte, also ich glaube nicht mehr als 20, auf keinen Fall. Du hast ja so einen Charakter gespielt. Also maximal 30. Ja, das war so, ich war, und das war immer so mit einem 1-2 Monaten Abstand und irgendwie, also
Deswegen bin so, ja. Wie kam es dazu, weil du halt, weil du keine Stand-Up-Bühnen kanntest, keinen Kontakt zu? Ja, genau. Damals war Poetry Slam das Ding, wo ich mir dachte, ah, okay, hier sind so die jungen Leute, die coolen Leute oder bla bla. Und da kann man ja auch witzig sein. Das war so kompletter Stand-Up-Ersatz. Ja. Ich glaube auch für viele Leute, also viele sozusagen witzige Poetry Slammer, hätte es diese Szene wie jetzt gegeben. Ich glaube, quasi derselbe Typ Mensch fängt jetzt einfach an mit Stand-Up. Ja. Und die sind halt alle, glaube ich, zum Poetry Slam gegangen und ich war da genau. Ja, das ist schon ein bisschen tragisch fast, dass es manche Leute gibt in der Poetry Slam Szene, die jetzt auch mit Stand-Up anfangen, nachdem sie jahrelang in der Poetry Slam Szene waren. Ah, ja, ja, klar. Und diesen Dorn kriegen die nicht mehr aus sich raus. Also dieses Gift, lass mich ausreden. diesen Schimmelpilz, den Sebo eben auch von der Welt. Das finde ich jetzt vom Poetry Slam, der in denen festgewachsen ist und die an den Boden kettet. Ich merke es jedes Mal. Meinst du auf der Bühne oder meinst du? Auf der Bühne. So die affektiert, die Sprachmelodie ist so. Ja, affektiert. Die Art von, die Arroganz teilweise, die ich dann manchmal sehe. Auch so manchmal, dass man das Gefühl hat, so nach dem Motto, ey, die fällt schon auf, dass du gerade bombst, oder? Genau. Fällst dir auf, ja. Weil du fühlst dich. Ich lasse mich hier gerade herab dazu, eure Quatsch-Scheiße zu machen. Ja, ja. So, aber es gibt schon einen Grund, warum du gerade hier bist und nicht beim Poetry Slam. Ja, weil das hier viel geiler ist als Poetry Slam. Du kannst ja auch tiefgründig und intellektuell geile Comedy machen. Ja. So. Es ist auch einfach schwieriger, denke ich. Also vor allen Dingen die Lacher zu kriegen. Also beim Poetry Slam, das war für mich so krass. Ich bin aufgetreten in diesem Charakter, das waren immer große Shows. Und der Act war so ein bisschen so quasi, es gibt ja dann, schwebt die ganze Zeit die Prämisse im Raum, das ist eigentlich ein Poetry Slam. Eigentlich sollen es tiefgründige Gedichte sein. Und dann kommt jemand und ist funny. Und das hat sofort, also es hat so einen geilen Nährboden gehabt für große, dicke Lacher. Ja, ja. Als ich dann irgendwie angefangen habe, als die Szene losging und ich musste vor 20 Leuten auftreten und alle haben ja vorher im Kopf, der Typ will witzig sein. Ja, ja. Es ist so, dass du das bei war... Bei Slam hattest du schon den ersten Bruch, einfach indem du versucht hast, lustig zu sein quasi. Genau. War schon die erste Überraschung. Hattest du wirklich einen Zettel oder hast du gelabert? Ich hatte einen Zettel, ja. Aber ich hatte quasi fast nur echt gute Auftritte da. Und dann habe ich mit Stand-Up angefangen und es war sofort so, oh shit, okay. Also dieser Act, also den schmeißen wir lieber schnell weg. Warst du auf einer Bühne, also auf einer Stand-Up-Bühne mit diesem Act dann noch, ja, weil sich der ja, so genau. ein bisschen durchgezogen hat? Ja, genau, die ersten paar Male, da hat es auch mal geklappt, aber dann war das, also dieser quasi weirde Act hat nur davon, also zum Großteil davon gelebt, dass ich wirklich Bock drauf hatte und dass das irgendwie so ein Bruch war und was Besonderes. Sobald ich den so 3-4 Mal die Woche gemacht habe, war das so, ich hasse das. Also das, ich kann hier nicht irgendwie diesen weirden Typen spielen. Du musst einmal ganz kurz für die Leute nur den Namen sagen und grob einfach einen Satz, was so der Charakter quasi war. Ich habe es auch also, grob im Kopf, aber ich kann es nicht zu ja, wissen. Also ich bin immer als Klaus Carstens auf der Bühne. So, das war für mich immer der erste Joke, so, dass Klaus Carstens aufgerufen wird und ich dann komme. Dann ist da schon so eine Grundatmosphäre war da so. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich irgendwie so einen Zettel gehabt, ja, Klaus Carstens hier, Start Nummer 5 oder so. Also, und dann hatte ich hatte den ersten Joke, den ersten richtigen Joke, den ich geschrieben habe, der war da auch drin. Und das war so quasi ein One-Liner. Dann hatte ich den, ich schreibe gerade an einem Fantasy-Roman. Das Buch handelt von einer jungen Frau, die sich in ihrem Körper wohlfühlt. Und das war dann immer, das war so mein, das war der Joke, den ich so hatte. Und der hat echt gut funktioniert. Dann hatte ich dann immer so weirde Sachen und habe dann irgendwie so, jetzt erstmal Werbung für die Deutsche Bank oder irgendwas. Also so, und klingt das war wild auf jeden Fall. Ja. Schon interessant. Spektakulär. Ja, war und dann bist du mit aufgetreten zwischen Leuten, die dann so, ey, ich bin hier an der Uni gerade neu und ich habe mir gerade Dreadlocks gemacht und jetzt geht's mir schlecht. Nee, interessanterweise war dann, also irgendwie war das so eine Art, so wie ich es wahrgenommen habe, so eine Prämisse ganz viel im Raum, dass Poetry Slam ja angeblich so ist, aber so voll viele haben den Funny Guy gemacht. Ach so. Auf verschiedene Art und Weise. Es war dann eigentlich, wo man dann auch oft gemerkt hat, ey, so krass, eigentlich wollen die Leute lachen. Also, also eigentlich hat das einen großen, ich habe das Gefühl, Poetry Slam hat selber damit gehadert, dass das das gibt, also, die, also dass das so gefeiert wird und dass nicht das echte, reale Poetry Slam ist und dass auch so Leute gute Platzierungen kriegen und dass das Publikum das auch so macht. Ich habe das Gefühl, so, dass es so eine Schizophrenie gab. So, warum werden wir dafür gefeiert? So ein bisschen. Die Poetry Slam Leute wollten eigentlich wirklich so Slam Poetry machen. Ich glaube, ja. Und das Publikum hat sich dann aber eher für Stand-Up Comedy ja, im Geiste so interessiert. Ich glaube schon oft. Es gab ein paar Leute,
die, glaube ich, echt gut, also wirklich so gute Gedichte und gutes Slam-Zeug gemacht haben. Julian Heun fällt mir da ein. Genau, die gab es auch, aber ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, es war denen gegenüber unfair, damit so Verarsche-Gedichten anzukommen und dann so diese Lacher zu kriegen. Und, ja, und die aber versuchen, das ist, glaube ich, ein Trugschluss, also dass einfach so traurige Sachen sich schlauer anfühlen als lustige Sachen. Ja. So und dann kommt man mit so lustigen Sachen, als wäre das so eine unterklassige Form und gewinnt dann trotzdem den Slam damit, so als wäre das irgendwie so... Ja, schon. Halt eine viel schwerere, also eine viel kräftigere Emotion, Trauer, als jetzt. Nee, ja, ich glaube, es war von meiner Wahrnehmung echt viel einfacher, dort witzig zu sein. Also sozusagen auch im Vergleich zu Stand-Up, das ist eigentlich, deswegen finde ich das auch so witzig oder so, das ist irgendwie so eine richtig dumme Arroganz, wenn dann so funny Poetry Slammer denken, dass ihr Zeug besser ist. So, weil ich mir denke, weil so hart killt quasi bei Slam. Genau, oder weil es abgelesen ist, weil ich mir denke, nee, das ist eigentlich sozusagen, auch wenn ich da jetzt so faktisch irgendwie versuche reinzugehen, die Struktur, also quasi, wenn man jetzt so Rap sich mit Hip-Hop auskennen würde, was ich nicht tue, und sagt, ey, das sind so voll oft so Haus-Maus-Reime. Mhm. Eigentlich, das ist gar nicht krass geschrieben. Mhm. Also das sind einfach nur so, nur weil es um die Schuldenbremse geht psychische Gesundheit, heißt es nicht, dass das ein guter Joke ist. Das ist ein sehr simpler, blöder Joke, aber wo diese Worte fallen. Ja. So. Aber ich finde, das passiert im Fernsehen und so allgemein oft in Deutschland, dass es dann so irgendwie als sehr... Irgendwas gilt als sehr, nicht elitär, aber als sehr groben und als sehr intellektuell, einfach nur aufgrund des Themas. Aber der Joke-Mechanismus ist komplett billig und ausgelutscht. Voll, und dann denke ich so, das beißt sich ja komplett. Ja, das ist voll. Dann so, ja, der hat bestimmt ein FAZ-Abo, der liest. Yeah. Der versteht das Weltgeschehen, da ist was dahinter. Ja, voll. Es ist wie, als würde man in einem Restaurant sitzen und die ganze Atmo ist krass und bla. Und dann so, ja, das Essen ist aber nicht gut, aber diese ganze Verpackung drumherum und das gibt's richtig oft. Also guter Vergleich. Ja. Du kannst ja auch in einem richtigen scheiß kleinen Laden sitzen, das Essen ist ultra geil. Ja, voll. Und das finde ich so cool an Stand-Up, weil es eigentlich so per Definition, es ist ziemlich unprätentiös eigentlich. Und viel mehr auf Augenhöhe mit dem Publikum und viel mehr das Gefühl, dass man, also das ist auch so relativ neu, so ein Gedanke, den ich mal hatte, dass ich mir vor dem Auftritt jetzt manchmal ein bisschen aktiv vornehme, mir so zu denken, ey, das sind Freunde von mir. Also ich trete jetzt gerade vor Freunden auf und es ist quasi eine Party und es ist gerade, wir sind in der Küche und ich erzähle jetzt gerade einfach nur so funny shit. Und nicht dieses, was ich bei Kabarett spüre, dieses, ich habe die Recherche gemacht, genau. Ich weiß genau, was Schäuble den Griechen erzählt hat. Und so, ja, du hast so viel Recherche gemacht, aber also der kreative Prozess ist ja so... Richtig, das war so der kürzeste Teil. Ja. Aber dann so, wen interessiert, ob es 5% oder 4% waren von der EZ? Also jetzt gehe ich in die Details. Kahu ist ganz schön prätentiös. Ja. Er hat die Recherche gemacht. Genau, und ich finde, da schwingt immer sowas mit von, ich bringe euch auch etwas bei. Ja, ja, ja. Und das finde ich dann so bei Stand-Up so cool, so, ey, das ist doch alles so ein bisschen dumm und das ist doch schon witzig hier gerade. So, das ist irgendwie menschlicher. Irgendwie. Versuchst du da aber dann auch sowas so reinzuschmuggeln? Also das auf eine andere Art und Weise zu machen, weil ich finde das immer so, ich finde das irgendwie sehr cool bei Norm Macdonald oder so zum Beispiel, das ist halt so maximal dumm, aber wenn du halt die Leute in den Kommentaren und so verstehen schon, dass da was hinter ist dass es irgendwo... kluge Gedanken sind, auch wenn sein Point of View komplett dumm ist. Also wünschst du dir trotzdem schon auch irgendwo, dass Leute sagen, ja, der ist, wie soll ich sagen, der drückt auch was damit aus und das ist, was er sagt, inhaltlich dann auch irgendwie smart oder willst du wirklich nur, dass die Leute lachen? Ich glaube, also erster Linie wirklich, also das Allerwichtigste sozusagen ganz klar, erste, zweite Platz oder was auch immer, ist erstmal das Lachen. Und wenn dann sozusagen on top das kommt, dann ist da auch irgendwo eine Eitelkeit da, dass ich meine, ja, danke. Ja, ja, okay. Oh, cool. Weil du würdest ja auch keinen Joke machen, der komplett killt, aber den du... Hast du das manchmal, dass Sachen so leider überraschend gut ankommen, dass du denkst, ah, jetzt muss ich in die Richtung eigentlich weitergehen, obwohl ich den jetzt nicht so besonders kreativ finde oder das Thema oder was auch immer? Nö, ich glaube, so komisch weiß ich gerade gar nicht. Ich habe das Gefühl, es
fast geht es nicht, weil wenn ich es nicht mag, dann bringe ich es auch scheiße und dann killt es gar nicht so sehr. Dann hat es dann sehr nimmst du es so gar nicht erst beim ersten Mal. Ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder es killt ein paar Mal und dann habe ich irgendwie schon dieses Gefühl, ich mag es gar nicht so sehr, aber ich denke mir, nee, du sollst es trotzdem machen und dann klappt es dann auch immer schlechter und dann so erledigt sich das Problem von selbst. So. Okay. Ja, hast du dich innerhalb deiner Kunstfigur damals freier gefühlt im Vergleich zu dem, wenn du dann in deinem echten Namen aufgetreten bist? Also hattest du das Gefühl, dass das so ein Schutzschild ist und dass du da drin dich mehr traust, thematisch oder auch aus dir rauszukommen als privat? Also ja im Sinne von, ich hatte tatsächlich den völlig übertriebenen Gedanken, das war einfach nur so ein komisches Ding von mir, dass ich irgendwie erstmal nicht wollte, dass Leute wissen, dass ich das mache, vor allem so Familie, obwohl die damit gar kein Problem haben. Aber irgendwie wollte ich nicht, dass das so bekannt ist. So. Dass du dieser, wie hieß du nochmal, Klaus? Klaus Carstens, ja, genau. So. Also da war so ein Schutzgedanke da. Aber ich habe das ja so, ich habe das ja nur so diese 10, 15 Male gemacht. Also im Endeffekt. Nee, also das war auch voll einschränkend, dann dieser Typ zu sein. Also, das schränkt alle. Wie geil wäre es gewesen, hätte Klaus Carstens so eine riesige Karriere gemacht. Du hast immer vor deinen Eltern so irgendwie die Zeitung so weggeschmissen. Nee, das wäre fast so quasi auf eine Art, denke ich mir, so manchmal ist es so dieser Albtraum. Ich kann mir vorstellen, dass es Comedians gibt, die Charaktere spielen, die darunter auch leiden, weil ich dachte mir da relativ schnell, oh nee, das... Ich habe da keinen Bock drauf und ich kann mich nicht dazu zwingen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sind besser da drin, sich selber dazu zu zwingen und dann... Das einfach als Job zu sehen. Genau, dann macht man das und wird so richtig unglücklich. Ja. Und so, also so ewig so ein Charakter spielen, das weiß ich nicht. Ich habe auch mal ein Schicksal mitbekommen von einem Künstler, den ich nicht kannte. Yeah. Und da war es so, also der hatte quasi diese Rolle gespielt über ganz, ganz viele Jahre. Und irgendwann ist das quasi, weil als Künstler willst du ja eigentlich geliebt werden und du willst ja, wenn die Leute dich, du suchst ja, viele suchen ja irgendwas auf der Bühne, was sie wollen von den Leuten und du kriegst das dann und irgendwann ist dieser Schmerz und dieser Frust über die Jahre so groß geworden, dass quasi dass man eigentlich, man will ja selber gemeint sein damit, man will ja gut gefunden aber werden, privat von den Leuten. Aber konnte er sich das nicht irgendwie so sagen, so, ah krass, ich bin so gut da drin, diesen Typen zu spielen? Nee. Und dann feiern die mich quasi schon. Nee, weil die Figur auf der Bühne war so krass anders von der privaten Person. Oh, war so stark und so energetisch und so dieses Ganze, was sie quasi selber, also was er selber gar nicht verkörpert. Otto ist privat sehr schüchtern. das ist dann wirklich in so einer, also so Alkohol und so und dann immer nach den Shows richtig so quasi dieser, das kam dann immer nach den Shows, auch nach richtig guten Shows umso mehr, dieses, ich krieg diese Liebe und ich krieg das alles, aber ich bin nicht gemeint, es ist nie ich. Ich bin nie selber gemeint. Und das hat richtig zerstört, also ganz, ganz massiv so. Oh, wow. Aber glaubt ihr nicht, dass man das auch als Stand-Up-Comedian haben kann, wenn du halt denkst, mein Material ist gemeint. Ich habe jetzt diese 60 Minuten gut erarbeitet, aber eigentlich, sobald ich anfangen würde, einfach nur der normale Typ zu sein, der ich sonst bin, würde ich mich auch nicht mehr lieben. Also die lieben ja, was ich sage, aber nicht einfach aber das nur dich. Aber du bist ja auch, reicht vollkommen. Du musst klar, aber ich meine, dass fremde Leute dich als Person. Nee, aber bei der Rolle geht es ja auch darum. Warum lieben die mich nicht wie meine Mutter? Ja. Naja, bei der Rolle geht es ja auch so ein bisschen darum, wieso, dass du dir was... Komm nicht mal vor. Ja, ich glaube, da ist aber entscheidend, wie groß ist der Unterschied von der Rolle zur Privatperson. Bei dir ist es halt relativ, du bist halt ein ruhiger Typ und so bist du auch auf der Bühne. Und wenn du aber auf der Bühne ganz anders bist und dafür extrem geliebt wirst und dann spürst du bist einfach, du fühlst dich gar nicht. Aber könnte, okay, das ist jetzt vielleicht halt so ein Schauspieler, der geliebt wird für seine Rolle. Das ist auch ein fragwürdiges, also schon. Auch ein, deswegen haben Schauspieler auch, was ich mitkriege, es gibt sehr viel Bullshit, Psycho-Bullshit in der Schauspielerbranche. Also aber ich glaube einfach, weil die meisten arbeitslos sind. Nee, weil das, du hast ja quasi als Schauspieler das Problem, dass du immer in einem Ensemble bist. Und ich bin befreundet mit einem Schauspieler und der spielt öfter am Theater auch und der sagt, das ist ein riesen Psychothema, das Schauspieler sich immer, es gibt immer ein oder zwei, die wollen sich hervorheben. Ah, okay. Die unterbrechen teilweise die anderen ihren Rollen, weil sie mehr Sprechzeit haben wollen. Also so ganz, diese narzisstischen Geltungsdrang, der ganz krass ist und
viele sehen sich nach diesem ich will gesehen werden, aber das Dilemma als Schauspieler, was du immer hast, ist ja, du spielst ja nur eine Rolle. Ja. Yeah. Also du bist ja noch keine guten Schauspieler. Du wirst ja nur für deine Rolle immer geliebt dann am Ende. Ne? Ja. Yeah. Und nicht für das, was du bist, sondern das, was der Regisseur, wo der Regisseur dich so gemacht hat, wie dieses ganze Konzept dich gemacht hat, aber es ist nicht von dir. Ne? Deswegen. Ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass die Leute dann irgendwie, vor allem wenn sie wirklich erfolgreich sind, so, ja krass, ich bin halt ein krass guter Schauspieler und die feiern halt meine Skills. Es gibt ja nicht nur Schauspieler, die kaputt sind. Ich glaube, das gibt vielen Schauspielern noch was sagen. Ich mache mein Handwerk gut, ich bin stolz drauf, dass ich das beherrsche, genau so, dass ich dafür Anerkennung bekomme, aber ich glaube, es gibt auch ganz viel dieses ich will gesehen werden, als das Genie, was ich bin. Ja, aber die Leute sehen immer nur die Rolle und das, ne? Okay. Das gibt's auch, aber ich glaube, so die großen Schauspieler, wenn wir jetzt so denken, also amerikanisch, keine Ahnung, ich glaube, Robert De Niro oder so, das sind ja, also wenn ich jetzt mit Interviews von denen an mich jetzt erinnere, sind das immer sehr relativ bescheidene Leute, die dann auch selber gar nicht dieses Star-Ding machen. Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Auf der anderen Seite ist es aber, genau, das ist halt gestillt, das Bedürfnis. Also die sind halt so, ja, ich bin halt jetzt confident und alles. Ja, ruhig, aber selbst dann kannst halt du immer noch durch. Ja, also das ist selbst so, Cristiano Ronaldo geht ja nicht in ein Interview und ist dann noch so bei so einem ganz normalen, wirklich Studio-Interview ist er ja nicht, ja, ich bin halt ja, aber selbst, Blablabla, du kannst, das kannst du ja auch an anderen Sachen ablesen, wie sehr er Geltungsdrang hat. Jetzt das Beispiel zum Beispiel. Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist. Wenn es auch immer eine Persönlichkeit ist. Das ist beim Theater auch was anderes als im Fernsehen. Ich meine, so ein Robert De Niro, der gewinnt dann halt auch mal ein GQ oder Man of the Year. Ich glaub, Robert De Niro gewinnt den nicht mehr. Nee, aber ich sag mal. So alte Referenzen. Die Ausgabe von 92. Ja, er hat doch gerade mit Heat den Man of the Year bekommen. Also mega oft gerade. Der Pate, oder? Ja, die gewinnen ja sowas, weil die halt Stars sind. Und die sind, das ist halt Robert De Niro. Und das ist nicht der Typ, das ist nicht Erwin, weil Erwin gespielt hat. Der Typ im Theater ist aber, wenn er nicht ein Theaterstar ist, einfach immer nur Erwin. Ah, okay. Aus der Rolle. Okay, ja, und die verschwinden wirklich komplett hinter dem. Genau, und es gibt auch viele Schauspieler, jetzt nichts gegen die, die aber irgendwann auch mit Stand-Up anfangen. Das ist nämlich auch ein interessanter Weg. Mhm. Das ist ein ganz anderer Weg als vom Poetry Slam. Ja, ja, auf jeden Fall. Und da ist auch eine ganz andere Motivation dann nochmal. Da merkst du nämlich, ganz viele Schauspieler wollen eigentlich das, was du als Comedian kriegst. Die sind nur irgendwann mal falsch abgeworfen und haben gesagt, ich will irgendwie, mein Körper sehnt sich nach dieser Anerkennung, nach diesem Ding. Ich glaube, der Bühne stehen, dass die Leute mich. Dann sind die Schauspieler geworden. Ich dachte, irgendwie gibt mir das, gibt mir nicht. Du musst nicht Sachen sagen, die irgendein anderer Typ schreibt. Ich muss mit meinem Privatnamen auf die Bühne gehen. Dann kriege ich das, dann kriege ich die Droge, dann kriege ich das, was ich ursprünglich wollte. Ja, das kann voll gut sein. Also ich glaube, man muss schon als Schauspieler, also man muss ja Teamplayer sein. Das ist halt wieder das Fußballbeispiel irgendwie. Also ich glaube auch, dieses Leute, die immer so extrem Geltungsdrang und all das haben, ich habe echt so intuitiv immer das Gefühl, ja, die wirklich Guten sind dann nicht so. Also eben dieses Ding von so Robert De Niro, der dann irgendwie, liegt wahrscheinlich auch am Alter und irgendwie auch, dass es gestillt wurde. Ryan Gosling jetzt zum Beispiel auch, wenn man den jetzt nimmt. Der ist ja auch niemand, der sich irgendwie, das hervortut in seinem Privatleben. Ach so. Mit dem weiß man ja auch fast nichts, außer mit wem er verheiratet ist. Ja, das ist interessant. Eva Mendes, ne? Ja. Das wusste ich. Ja, aber er kennt wirklich auch. Ich weiß alles über ihn. Du kennst wirklich die Qualität der Leute, weil du merkst, der ist mal ein Jahr raus oder so Leute, die wirklich ein Jahr dann irgendeine Hütte fahren und ihre Kunst machen und so ohne Öffentlichkeit auch leben können. Genau, und genau. Zusammen und du so merkst, so, ach krass. Der Dell war einfach für 3 Jahre mal weg. Ja, man kriegt das ja einfach nicht mit und man kriegt das ja eigentlich nur so mit, ah, der muss ja krass sein, dass ich ja nichts mitkriege. Also so, ich hatte das letztens irgendwie so bei Denzel Washington oder so. Ein gutes Beispiel. Ja, also man weiß ja gar nichts über den, dass er einfach irgendwie so voll zurückgezogen für sich lebt und dann einfach diese Rollen spielt. Ja. Dass auch sein Sohn so aus dem Nichts dann, der ist ja auch Schauspieler, ein krasser. Echt? Ja. Wer ist ja, bei George Tenet. Washington. Wer ist David Washington? Doppelnamen. Tenet habe ich, glaube ich, geguckt. Tenet, das ist mit den Zeiten. Genau, das ist der Hauptdarsteller, Denzel Washingtons Sohn. Ach echt? Okay, das weiß man noch nicht einmal. Ja. Interessant. Und apropos zurückziehen, du hast jetzt ja quasi für auch Ende nächstes Jahr dann deine nächste Termine. Genau, ey, Tickets sind online, let's go. Ich geh direkt im Büro. Ab jetzt, jetzt freigestellt. Hier auf Alex' Presse. Ihr könnt ihn nicht sehen, das ist direkt auf seinem Gesicht. Meine Tourtermine hier. Das müssen wir wirklich machen. Ich mach's. Apropos zurückziehen auch. Tickets jetzt zurückziehen. Für die Tickets umschiffen. Was ich sagen wollte, du hast ja deine erste Tour und das Special dann quasi jetzt hinter dir und bist dann jetzt dann auf Zweiter. Genau. War das so eine Überwindung, den Zeitpunkt festzulegen mit, ich habe jetzt erstmal nichts und muss aber sagen, bis dahin habe ich genug wieder? Ja, ich war da
glaube ich, auch verhältnismäßig, wenn ich mir das so bei anderen angeschaut habe, sehr vorsichtig und habe den sehr weit in die Zukunft gepackt, so, weil ich das, es war halt mein erstes Programm, ich mache jetzt seit 8,5 Jahren Stand-Up, quasi theoretisch hätte man sagen können, es hat 4 oder 5 Jahre gebraucht bis zum ersten Programm, so, und dann war die ersten 2 Jahre, alles, was ich in den ersten 2 Jahren gemacht habe, ist da noch nicht mal drin und trotzdem war ich so, ja, ich kann jetzt aber nicht einfach das nächste direkt haben, so. Ja. Und da musste ich mir irgendwie einen Zeitraum überlegen und ja, war schon so ein Gedanke und ich bin da so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil, also ich merke jetzt gerade aktuell einfach, ich hatte, also ich komme gerade echt gut voran und ich dachte nicht, dass ich jetzt quasi jetzt im Dezember schon so weit bin mit Zeug, ich dachte, das dauert alles nochmal länger, deswegen. Also einfach mit Minutenzahl und wie die Qualität ist, dass du sagst, genau. Du hättest jetzt schon wieder fürs Neue halt so 20 oder 30 oder was auch immer. Ja, genau, ich würde jetzt tippen so 30, die gut sind, jetzt nicht perfekt tight oder so, aber das ist auch irgendwie so ein komischer... Findest du, man kann das noch tighter machen? Ist aber auch so ein komischer, perfektionistischer Anspruch ab irgendeinem Punkt, weil das durchläuft ja verschiedene Phasen. Also es wird ja geschrieben und dann geht man ab irgendeinem Punkt auf Tour und quasi Special Ready, Abfilm Ready, war jetzt auch bei dem nochmal ein anderer Schritt. Ja. Also ich bin da nochmal drüber gegangen, habe Stellen verbessert und so weiter. Und da braucht man nicht so ranzugehen, ja, es muss Special Ready bei der Premiere sein, sondern... es wird einfach echt cool, richtig gut und trotzdem wird sich noch mit besser. Der Zeit entwickeln. Also, und das ist ein normaler Prozess und ich glaube, also theoretisch hätte ich jetzt auch im März, April, glaube ich, fast starten können mit einem Opener, dem ich sage, 20. 25. Egal, das ist einfach gut für dich. Ich will, dass du dich entwickelst. aber so ist, das Coole so ist, es ist entspannt und vor allen Dingen ist es auch so nicht dieses Gefühl von, ich teste eine Prämisse, es muss direkt was werden, es muss direkt, sondern ich schmeiß gerade auch Dinge weg, dann wurde halt Zeit verschwendet, aber es keine Zeitverschwendung, sondern einfach so, das ist der Prozess. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du dich genug davon durch die Deadline schon produktiv und unter Druck gesetzt fühlst. Genau, ja. Ja, ich habe mir jetzt auch so kleine Zwischenetappen gesetzt. Bis dann und dann will ich ein Doppelsolo spielen. Das mache ich jetzt auch Ende des Jahres noch. Dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch. Es wird jetzt nicht der absolut tighteste Scheiß, aber eigentlich bin ich ziemlich happy damit, wie es jetzt schon ist. Genau, versuche ich mal 40 Minuten zu spielen, wird auch mal interessant und genau, und dann geht's weiter und also ich, genau, ist einfach so relativ entspannt gerade. Nice. Genau, eine Frage noch, dann lassen wir dich auch. Dankeschön. Und zwar, wenn du jetzt, also wir haben eben schon nach Comedians gefragt, die du in Deutschland gut fandest, bevor du angefangen hast, gibt's denn gerade, das interessiert mich auch. Newcomer. So Newcomer? Nein, generell so, Leute, die du... Gibt es irgendwelche unterirdischen Newcomer? Also wen findest du in Deutschland gerade gut? Weil das, also ich kann gar nicht abschätzen, wie da dein Geschmack wäre. Und international kannst du auch nochmal, weil wir hatten jetzt diesen Nerd-Talk in die Richtung gar nicht. Vielleicht auch wenn du nur Louis guckst, ist auch okay, aber... International... Oh, ich habe das Shane Gillis Special richtig gefeiert, muss ich sagen. Ja, das Neue. Und dieses, also ich habe das mir mehrfach angeschaut, dieses ISIS-Bit. Ja, das fand ich auch das Stärkste. Das fand ich so richtig, das fand ich genial. Was sagt er, Clear oder sowas? Yeah, yeah, Clear. That's a Psycho. At least ISIS is down there dancing, having fun. Das fand ich richtig krass. Und sonst so die gängigen Namen. Und Deutschland finde ich immer schwierig. Also ich finde halt viele Leute einfach ganz gut einfach. Und das sind halt immer auch die gleichen Namen. Also da tut sich nicht viel. Aber ich bin, keine Ahnung, vielleicht ist es so komisch. Ich bin kritisch mir selbst gegenüber und ich bin auch kritisch allen anderen gegenüber. Deswegen gibt es niemanden, wo ich sage, boah, oder so. Oder krass. Hast du das Gefühl, dann immer so, ah krass, der ist nicht scheiße. Ja. Oder der ist ja gut. So, und hast du das Gefühl, dass auch noch ein bisschen dem Stand einfach geschuldet, weil alle quasi so maximal eben ein Special oder die sind ultra etabliert. Yeah. Aber es gibt jetzt ja nicht so dieses, ja so zwei, eben dieses Shane Gillis-mäßige, ist gerade irgendwie am Kommen, hat jetzt so 2, 3 Dinger draußen oder so. Das gibt es ja
Weißt du? Glaubst du, das ist so ein Ding, was Zeit braucht, oder bist du halt einfach auch ein so kleiner Hater, so ein bisschen so? Weil ich bin auch so bei Comedy, dass man ja immer, man hat ja auch so seine, ich weiß nicht, ob komplex, aber man kann ja nicht einfach alles abfeiern, weil man eben... Das sagt man online. Ja, nein, aber... Wie heißt dein Burner-Account? Nee, also was war die Frage? Was genau? Naja, ob du glaubst, dass es quasi am Stand liegt und manche halt einfach, wenn die jetzt so ein, zwei Specials draußen hätten, dann könntest du sagen, aber du kennst halt jetzt nur die 10 Minuten von denen oder sowas. Oder dass es eher an deiner Persönlichkeit liegt, dass du halt so bist, dass du sagst, ey, ich kann halt leider nicht guten Gewissens jetzt so sagen, das und das ist das Heftigste, weil sowas Heftiges gibt es für mich in Deutschland einfach im Moment nicht. So. Ja, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Also auch dieses Gefühl von, ja, also das ist ja so neu in Deutschland, dass quasi meine Generation fast, wie gesagt, also die allererste sind, die es machen. Deswegen gibt es jetzt nicht so krass Leute, zu denen man aufschaut. Also, weil es einfach der Natur der Sache so geschuldet ist. Das ist jetzt nicht so, boah, krass, es gibt definitiv Leute, die gut sind und auch in der Karriere deutlich weiter sind. Mhm. Und das sind auch immer die gängigen Namen, auch die ich vorhin gesagt habe. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt in New York anfängt mit Comedy und dann, ey, dieser Typ, der das seit 20 Jahren macht, gibt es halt diese krassen, das ist einfach so, ja, es sind ein paar Jahre mehr Erfahrung und das macht er besser und oder so, aber da ist jetzt nicht so... Ja, vor allem, weil man es auch 10 Jahre. Ja, und ich glaube, du hast auch ein Gefühl, was ich vielleicht auch habe, was vielleicht ganz gut beschreibt, dass du denkst, manche machen das und das besser oder so, aber du würdest, wenn du könntest, würdest du mit niemandem tauschen wollen, was jetzt nur den Stand-up auf der Bühne angeht. Genau, es ist ja immer komisch, man klingt dann irgendwie gleich arrogant, aber das ist halt so, dass ich mir bei keinem denke, boah, das könnte ich nicht. Ja. Das könnte ich auch nicht in den nächsten 1-2 Jahren auch. Boah, ist das ja krass, das ist ja schon fast demotivierend, gut das jetzt hier gerade ist. Und kann so, wenn ich mir so Bill Burr oder so Leute angucke, da ist es ja absolut ein berechtigter Gedanke, sich zu denken, ist es für mich überhaupt drin, quasi in diesem Leben das Level zu erreichen? Mhm. Das steht, also völlig unklar, eher nicht. So, aber da hat man solche Gedanken und das habe ich gar nicht in Deutschland. Ja, das ist einfach nur so. Noch? Ah ja. Gut, mit diesem Callback, würde ich sagen. Ja. Danke dir, Carlos. Kannst du dich gerne noch gleich in unser Freundebuch eintragen? Ja. Das ist echt? Ihr habt ein offizielles? Ja. Wir machen noch ein geiles Foto von dir mit einem Polaroid. Dann kriegst du das Thumbnail. Machen wir so ein Thumbnail, wo wir alle erschrocken sind? Können wir gerne machen. Du kriegst dann noch eine rote Umrandung. Ah, okay. Um dich rum. Und wir müssen so noch. Wir können gerne jetzt vielleicht als letzten Akt können wir das Thumbnail noch konstruieren. Vielleicht können wir da noch kurz was zusammenriffen. Ja, vielleicht Sebo in seiner Armbewegung direkt drin. Ja, ich weiß nicht. Wie sollen wir dich sonst so photoshoppen als Henker vor der deutschen Comedy? So. Das seid ihr. Okay, wir machen einfach was so. Du musst dich erschrecken, oder? Erschrocken ist immer gut. Okay, dann mach's. In welche Richtung wir überhaupt? Sorry, wir haben schon gemacht. Wir haben das nicht in die Kamera gucken. Es ist schon erledigt. Okay. Okay, danke schön. Das war's. Ja, danke.